Okay, Elden Ring ist geladen. Ich bin es auch. Ich habe Interesse daran, dass wir hier heute mal ein gutes Stück weiterkommen. Ich werde die Story spielen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Bock drauf. Ich muss allerdings kurz nochmal, ihr kennt das Prozedere, alles runtermachen, hochmachen, grün anmachen, Bild klein machen. Oh, Sekunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. So. Für alle, die sich vielleicht fragen auch, weil letztes Mal State of Play haben der Nils und ich zusammen kommentiert. Ich habe ihn diesmal gefragt, ob er Zeit hat. Er hat aber leider keine Zeit. Und deswegen gucke ich mir die alleine an. Aber ich habe ihn auf jeden Fall nochmal gefragt. Also weil nur das, weil vielleicht später die Frage kommt, macht Nils und so leider auch. Also macht er auch und ich muss sagen, leider nicht. Ja, ich würde aber gerne mehr noch mit Nils zusammen kommentieren. Das war irgendwie schön, aber es ist natürlich auch selten, dass sich sowas so anbietet. The Extreme fragt, warum hast du so viel Zeit für Elden Ring? Keine Kinder? Ja, Alter, ich habe keine Kinder. Ich habe einen Hund und der frisst schon mehr Zeit, als ich es für möglich gehalten hätte, mit seiner Niedlichkeit und seiner, einfach dem, ja, der Tatsache, dass man ja auch, wenn ich Gassi gehe, genieße ich das ja auch. Das ist dann ja wirklich einfach auch eine Pause für mich und allein, dass man jemandem, in dem Fall Pödel, dabei zuguckt, wie er einfach so die Welt weiter entdeckt oder wie er sagen würde, beherrscht durch seinen Urin und seine Nase und einfach alles da kennt und abcheckt und alles Neue wird angepinkelt. Und er hat einfach so eine Freude. Er freut sich jedes Mal, wenn er irgendwie raus kann. Und das ist eine echte Freude. Einfach, oh geil, ja, wir gehen raus, Mann. Oh, super, gute Idee. Und das ist alles so schön irgendwie. Das gibt einem was. Insofern, die einzige Zeit, die bei mir drauf geht, ist wirklich für die Freundin oder für den Hund. Ab und zu trifft man sich auch nochmal mit Freunden und so. Aber ich glaube, Kinder sind der größte Zeitfresser. Kinder sind der größte Feind von From Software. Bei From Software haben die so eine... Da haben die hier, wie heißt das mit den, wo man was wirft? Pfeilbord? Nein. Wie heißt es? Wir hören jetzt nicht, wir hören auf, bis ich das jetzt weiß. Dartboard. Da haben sie ein Dartboard und Dartpfeile und werfen da auf Kinderbilder. Weil Kinder sind die größten Probleme für From Software Entwickler. Genau, Dartscheibe. Na, ihr wisst alle, wie Dart heißt. Ja, 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 D'Artagnan. Ihr seid alle D'Artagnan. Ich bin hier übrigens, genau, ich bin hier zur Erklärung mal, falls ihr, vielleicht ist ja gut, kann ja gut sein, ne, die letzten Male verpasst habt, ich bin hier in so einem neuen Bereich unterhalb der Stadt Leyndell. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach geradeaus gehen kann, um meine Seelen zu holen. Wenn das nicht geht, werde ich halt ungefähr 500.000 Seelen verlieren. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir haben gestern auf jeden Fall mindestens 100.000 sind es wohl. Aber da haben wir schon Schlimmeres durchgehalten. Mein Gott, heute sind die Worte aber auch unter jeder Menge Maulsand begraben. Und Denksand. Ich weiß gerade nicht. Ah, das ist ja auch schön. Ständig sieht man hier was Neues. Der hängt da oben rum. Ah, ich will hier gar nicht lang. Überall sind diese Wurzeln. Man kann mit diesen Wurzeln natürlich komplett von der einen Ecke zur anderen kommen. Es ist so chaotisch, wie es nur sein kann. Heute das Finale. Es wäre so toll. Das glaube ich aber nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich habe eine Sache letztes Mal schon versprochen. Ich verspreche es gerne wieder. Und dann wird auch für mich der Druck erhöht, mich darum zu kümmern, sozusagen. Ich werde nächste Woche auch andere Spiele spielen. Hundertprozentig. Und dann gibt es hier wieder auch mal ein bisschen Diversity bei mir. Das wird uns allen, glaube ich, auch mal gut tun. Ich werde aber natürlich weiterhin jeden Tag versuchen, auch ein bisschen Elden Ring unterzubringen. Einfach aus persönlichem Interesse. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn das dann halt dadurch auch länger dauert. Aber gerade weil ja die Frage gerade war, wie schaffst du es so viel zu machen, indem ich halt nichts anderes mache. So. Also, das ist vielleicht auch, ist halt echt einfach so, okay, ich kann nur das. Und das kann ich nicht mehr sonderlich gut.
Aber ich mach's halt. Weil sonst macht's ja keiner. Nee, das stimmt auch nicht. Jeder macht's. Okay, ich mach's, um Teil einer großen Gruppe zu sein. Das ist meine Ausrede. Was ist eure? Warum guckt ihr? Spielt doch lieber selbst. Und das stimmt ja auch nicht. Ganz viele Leute, und damit reite ich hier einfach mal ein bisschen rum und gucke mir alles an. Viele Leute spielen ja parallel und gucken mich völlig zu Recht nur auf Second oder sogar, wenn sie Kinder haben, Third Screen. Und das ist okay. Oh oh. Das war hier der Riesenbär. Riesenbär. Und ich will mit dem nicht kämpfen. Ach, ich würde so gern da hoch. Kann ich da nicht? Das ist ja krass. Okay, es gibt mir quasi einen Tipp, da muss ich hoch. Aber mehr auch nicht. Und wie immer, in diesem wahnsinnig tollen Spiel, du siehst irgendwo was. Und bis eben hatte ich noch nicht das Problem des leuchtenden Items in der Höhle. Bis eben habe ich einfach nur, bin ich nur rumgeritten. Ich wollte nur grob wissen, was da ist. Und jetzt weiß ich, da ist was. Das kann ich haben, aber ich hab's nicht. Und wie kriege ich's? Ne? Und dann natürlich noch hier diesen großen Riesenbär nicht zu vergessen. Aber der ist peripher, der Bär. Accidental Rhyming heute mal wieder. Tut mir leid. Ja, ich kann mit dem jetzt nicht kämpfen. Der ist zu stark, oder? Ich will auch nicht absteigen. Wer bin ich, der HSV? Seht ihr, bei mir gibt's auch mal einen Fußballwitz. Ich bin multikulturell einsetzbar. Ja, also irgendwo geht's hier halt lang in diese Höhle. Hier vielleicht. Ja, weil nämlich hinter jedem Wasserfall ein Zauber inne wohnt. Oh, das ist ja die Höhle von eben. Scheiße. So. Da oben ist Licht. Nee. Das ist so perfide, weil ich jetzt wirklich Bock habe darauf. Diese, einfach nur, weil es da ist, will ich es haben. Und es ist wahrscheinlich nichts Wichtiges. Aber ich weiß, wenn ich jetzt hier rüber gehe... Oh, guck mal, so wenig Seelen war das nur 34.000. Da habe ich ja völlig übertrieben. Das liegt aber auch daran, weil ich gestern sehr, sehr viele Seelen insgesamt verloren habe. Irgendwann zählt man einfach nicht mehr mit. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme, oder? Das geht so steil nach oben und ich sehe keine wirklichen Sprung... Punkte. Ah, schade. Ja, ich trage einen Grabstein als Schild. Es ist mein eigener, könnte man meinen. Das Gute ist, wenn man seinen eigenen Grabstein dabei hat, dann wird man aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit diesem Grabstein begraben, oder? Stell mal vor, ihr seht irgendwo eine Leiche und daneben den Grabstein. Komm, du musst eigentlich den Grabstein ja nur dahin stellen. Du musst ja nur nicht mal ein Loch graben. Der Typ ist ja dann, aber der Grabstein, den kannst du, ne? Ihr versteht. Und in dem Fall ist es mein Schild. Ich würde gerne wissen, wo dieser... Das finde ich so geil an der Idee, dass man oft nur ein Item hat und nichts weiß darüber. Wobei sicher, ich könnte mir das jetzt durchlesen und das hat sicher einen Ursprung, aber man fragt sich halt, dieser Fingerabdruck, ist der, also erstmal ist der sehr groß. Das muss ein großer Finger sein. Und dann finde ich auch noch, oh, ich glaube, das sind ganz viele Fingerabdrücke. Auf jeden Fall war die Frage, was, von welchem Wesen sind diese Fingerabdrücke, die sehr groß sind, dass sie diese Art von Zauber mit diesem Stein bewirken, dass daraus halt wirklich ein ernsthaftes Schild wird. Irgendwie mega interessant, ne? Obwohl man eigentlich gar nichts drüber weiß. Okay, da könnte ich vielleicht hoch. Oder einfach da. Nee, geht auch nicht, ne? Aber vielleicht muss ich auch einfach das erste Mal aufgeben und später werde ich schon hier wieder landen. Spätestens, wenn ich da oben bin. Ja. Diesen Turm werden wir nun erklimmen, wenn das geht. Genau, hier waren wir ja schon, da ist ein Item, das habe ich jetzt aber mir auch schon angesammelt. Oh, oh, das war ich nicht! Schon, der wird nämlich direkt gespuckt. Ja genau, das sagt jetzt gerade leeres Blatt 420. Auch völlig zu Recht. Das könnte von den drei Fingern sein, von dieser Hand mit drei Fingern, die mich gegrapscht hat. Das würde sehr, sehr gut passen, weil sogar die Fingergröße passt. Ich kann euch gerne, wenn ihr es verpasst habt... zeigen. Oh ja, das habe ich gesucht. Gerne kann ich euch zeigen, wie das ohne Klamotten aussieht. Ich bin wirklich gebrandmarkt. Brandmale überall auf meinem Körper und ich wurde von so einer Hand gegrapscht. Stellt sich raus, das ist für mich mehr oder weniger richtig scheiße. Da ist jetzt aber mal das frisch gekaufte Softeis in den frischen Katzensand gefallen.
direkt auf so ein Katzenklo-Eumel. Ja, das ist nicht gut, will ich damit sagen. Liebe Mods, lieber Simon, heute mal Kanalpunkt wetten, ob Kill oder nicht, die Monate werden immer mehr, die Moneten, ich kann meine eigene Währung nicht mehr lesen, die Moneten, ja, das stimmt, ne? Wir hatten jetzt eine Weile keine Wetten, das liegt aber auch daran, dass wahrscheinlich, also die Quoten werden nicht gut genug, es gibt niemanden, der darauf wettet, dass ich Boss XY beim ersten Mal schaffe, wobei ich sagen muss, kurz mal, an der Stelle, ich bin ja jetzt auch ein bisschen overpowered und ich habe schon diverse beim ersten Mal gelegt, aber jetzt auch nicht übertrieben viele, aber es waren schon mehr als ich eine Hand habe. Und heißt das nicht, dass man es jetzt vielleicht versuchen könnte mit einem Vote? Könnt ihr mal überlegen, ihr Moderatoren. Okay, währenddessen reite ich weiter hier noch rum. Es ist ja ein komplett neues Areal. Ich zeige es gerne nochmal. Geht hier nicht. Aber es ist groß, aber nicht zu groß. Dennoch ist es durch diese Wurzeln enorm verwinkelt. Deswegen reite ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen rum. Nehmt es mir nicht übel, ich muss einfach mal gucken. Genau, wie komme ich zum Beispiel hier hoch? Hier war ich ja eben schon. Das meinte, glaube ich, auch jemand im Chat. Wärst du letztes Mal vorhin weiter geritten, hättest du es gesehen. Denn hier komme ich ja wahrscheinlich gleich an die Ecke, an der ich gerade hing. Jedenfalls komme ich zu einer coolen Ecke. Da würde ich jetzt gerne nochmal... Jawohl, genauer angucken. Mich macht es halt echt fertig, dass jedes Mal... Genau, dass das Schild immer so... Und dieser Clipping-Fehler... Ich verstehe, dass das so ist. Aber es irgendwie... Es zerstört so viel. Aber alles andere wäre schlimmer. Die, ne, die Schilder und alles, das Anpassen von der Form und allem, dass das immer passt, das ist vorbeigedacht am Spaß. Das ist auch Quatsch, weil beides sind gute Sachen. Aber was willst du hier machen? Du kannst es ja nicht ändern, dass das ineinander klippt bei so einer Größe. Keine Ahnung. Oder genauso scheiße ist auch jemanden zwingen, das Schild zum Beispiel immer auf dem Pferd abzuhaben oder beim Laufen hinten oder so oder es anderswo anzuhängen. Das ist alles, das so ist eigentlich schon richtig. Es geht nicht anders. So, Fall gelöst, habe ich entschieden. Die Leute können aufhören zu diskutieren. Clipping muss dabei sein. Suri Katze hat abonniert. Danke. Danke, 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 danke. Ich habe ja auch eine Katze, die... allerdings schon lange, und das freut mich auch eher, ich werde sie häufiger sehen, die lange schon bei meiner Schwiegermutter in Berlin ist. Ich sag Schwiegermutter, aber es ist natürlich die Mutter meiner Freundin. Und die sind so ineinander verliebt und schon so lange zusammen. Und meine Katze wird ja auch langsam alt. Der gute Oi. Und ja, das ist schade, das so zu sehen einfach, weil ich weiß gar nicht, wie alt der Kater schon ist. Das sind jetzt wahrscheinlich 16 Jahre oder so. Und das ist dann langsam die Zeit auch schon. Und, ja, ein bisschen Angst habe ich schon, aber das ist halt auch der Lauf der Dinge nun mal. So, genau. Jawohl, guckt euch das an. Sogar noch eine Gnade gefunden. Ja, wenn ihr... hey, wir hatten mal bei Coming Soon bei... Also wir haben die Katze ganz häufig verwendet. Ist in dem Fall jetzt eine Antwort an Red Pill. Wusste gar nicht, dass du einen Kater hast. Ja, ja, den haben wir ganz häufig bei Game One benutzt, in Einspielern und allem. Manchmal tat er mir auch echt leid, weil Katzen natürlich keinen Bock haben auf sowas. Und gerade so grelles Licht fand er nie cool. Und deswegen haben wir das dann irgendwann auch nicht mehr gemacht. Aber wir haben einmal was im Green mit ihm gedreht. Das war Hello Kitty, so ein Coming Soon, so eine Fake-Ankündigung, Fake-Trailer. Und da sind halt, also ich kann es jetzt nicht erklären, aber das kann man sich auf YouTube angucken und dann sieht man ihn auch. Aber er sieht einfach aus wie eine ganz normale, graue, grau-weiß gefleckte irgendwas Katze. Man könnte sagen Straßenkatze. Einfach ganz Standard. Das ist eh lustig, wie fast jede Katze auch so ein bisschen gleich, also wenn die dieselbe Rasse sind und dasselbe Größe und Gewicht, sehen die halt echt fast immer gleich aus, gefühlt irgendwie. Aber jeder Katzenbesitzer würde natürlich seine Katze erkennen. Okay, da sind die wieder. Jetzt gehe ich nochmal auf den Turm. Aber da war eben noch eine Ecke, da wollte ich ja hin. Und zwar zu dieser Höhle. Die ist aber nicht genau hier. Aber ich will auf jeden Fall hier auch nochmal gucken.
Katzen können 38 werden. Oh, da muss ich sagen, das habe ich nicht erwartet. Das finde ich dann schon, vielleicht verwechsel ich da Katzen auch mit Hunden, was das Lebensalter angeht. Das finde ich ja sehr ermutigend. Ja, Lügner. Glaube ich nämlich auch, ein Lügenturm. Hier ist nichts. Man denkt, hier wäre was. Hier müsste doch was sein. Das Dumme ist, jetzt muss man seit neuestem auch Rollen mit dazu nehmen. Zur Enttarnung von Wänden, weil es eben seit einer Weile, irgendwann fing es an, dass Rollen plötzlich auch diese Wände enttarnen und jetzt traue ich mich gar nicht mehr, irgendwas zu machen, irgendwo nur vorbeizugehen. Da könnte man nochmal hin. Ja, das Elden Ring Update habe ich tatsächlich... Oh, das sieht doch aus wie was für meinen Magier. Vielleicht ist das richtig gut. Ich habe für... Und hier. So, ich habe mein Upgrade schon bekommen. Naja, okay. So beeindruckend ist es jetzt auch nicht, oder? Warte mal hier, weil wir haben ja schon... Ne, mit Weisheit B ist schon deutlich besser... Ah, aber vielleicht Todeszauberei ist vielleicht was besonders Gutes. Die Akademie betrachtet jetzt ketzerisches Objekt, verstärkt Todeszaubereien. Also Todeszaubereien sind, wenn ich das richtig interpretiere, diese orange-schwarzen, dunklen Teufelsbälle und so ein Kram. Also kann man halt machen, aber muss man nicht. Finde ich den Stab. Da habe ich jetzt schon ein, zwei bessere gefunden und ich habe eh so viele Stäbe, wenn ich dann irgendwann endlich mal Magier werde. Wieder werde. Return of Magic Mike. Krieger. Man gern mal was falsch abschätzen. So, einmal noch rechts und na gut, hier ist der Wasserfall. Aber eigentlich muss ich doch von hier, von dem Wasserfall aus in die Höhle kommen, weil die Bärenhöhle ist, wenn ich mich nicht täusche, genau hier unten unter dem Wasserfall. Also muss da ja... Oh shit, das war's. Oh Mann, wie dumm. Nein! Oh, ich hätte so gerne da was gerade... Ich hätte so gerne jetzt da irgendwie so ein Zeichen gelegt. Ach Mann, schön auf dem Baum hätte ich ein Zeichen gelegt. Aber nein, da war ich zu hektisch. Verdient, ja. Ja, ja, ein bisschen verdient schon. So, jetzt reden alle Leute. Ich packe mal gerade den Chat mit rein, aber nur kurz, weil hier wird über interessante Sachen geredet. Also das Moonlight Katana wurde genervt. Das ist ja schade, weil ich glaube, ich habe das häufig gesehen, dass ich das mal holen soll. Und ich habe es aber nie gehabt oder benutzt. Aber ich finde das ja gar nicht so schlecht. Ich bin eh zu stark schon, wenn die Sachen ein bisschen genervt werden. Was ist denn hier los? Warum kein Pferd? Ja, weil ich hier oben bin, ne? Ja, aber ich will doch da unten wieder hin. Ach komm, wir lassen die 30.000, oder? Komm, wir reiten da jetzt nicht extra hin. Oder? 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 Komm. Nee, komm. Komm, lass stecken. Okay, das ist eindeutig ein Endgegner. Oder der widerlichste Tumor, der widerlichste Außenbaum-Tumor, den ich je gesehen habe. Da ist ja alles dabei. Da ist ein Fischschwanz. Da oben ist irgendwas mit Armen am Kopf und Antennen und Wurzeln. Überall diese Schimmelfliegen. Da würde mich mal die Lore interessieren. Von diesen Mücken. Wie kann in so einer Welt etwas so Kleines, so Ungefährliches existieren? Ja, sieht schon ganz schön geil. Ich dachte jetzt, es wäre ein Endboss, aber scheinbar nicht. Vielleicht sieht es halt auch nur aus, als wäre es was Organisches. Oh, okay. Wer? Au! Das ist euer Held? Thank you.
not entertained. Ja geil, da haben gerade viele Leute ihren Shit verloren, oder? Nee, jetzt war die Fritte, wie geil. Jetzt gerade kam die Geschichte rein. Oh, das war es ja noch gar nicht. Haha, ich verstehe. Gerade eben ist nämlich die Vorhersage gestartet worden, die Wette, ob ich ihn unter 5 Tries schaffe. Und dann dachte ich, ich hätte es jetzt schon geschafft und ihr hättet alle euer Geld verloren. Aber das ist, glaube ich, noch nicht das Ende. Das finde ich aber cool, dass es eben wirklich immer überraschend ist. Du siehst so ein Riesenvieh und ich denke, naja, das ist der Endboss. Und dann sind es einfach nur ein paar Hansel, die mich nicht heilen lassen. Aber lassen Sie mich, ich bin Arzt. Wams, Junge. Wams, Wams. Ich brauche Bud Spencer Minimatzen, damit das hier knallt, damit man da mal Akzente setzen kann, visuell auch. Daran muss man doch denken, oder? An so eine richtig schöne Bud Spencer Wemse. Ist er kaputt gegangen, der Zauberer Rogier? Oh, wen habt ihr jetzt? Ein Pferd? Oh, okay, es wird immer mehr. Verdammt! Ich hätte einfach mal die Fresse halten sollen. Ich muss weg, ich muss weg. Ja, ja, ich habe schon gemerkt, Oh, okay, 3 Leute auf einmal. Da sind wir nämlich bei der, das ist die Dreierregel. Man ist sehr schnell überwältigt. Ob's, ganz egal, ob es 3 Ratten, 3 Hunde, 3 Monster oder 3 NPCs sind. Ah, fuck. Aber immerhin haut das Ding aber auch rein, ey. Ich habe den ja noch gerade am Ende upgraden lassen, dürfte nicht vergessen. Ich habe übrigens nicht mehr gefarmt jetzt oder so. Ich habe mich entschlossen, dass es einfach zu leicht wird und ich deswegen jetzt eben nicht mehr noch irgendwie... Das heißt aber auch, dass ich halt nur noch spielen kann, wenn ich streame. Und manchmal hat man ja nicht genug Zeit, um jetzt 4 Stunden zu streamen. Okay, seht ihr? Und so sterbe ich nämlich auch mal. Das war gut. Okay. Das war der Hochmut. Gleich kommt der Fall. Oh, was sehe ich? Moment. Jetzt, das ist ein bisschen Spoiler, aber ich lese es trotzdem mal. Jetzt aber nach dem Kampf bitte nicht Fia töten. Die hat noch einen weiteren Bosskampf für dich. Du musst mit ihr reden. Okay. Tut mir leid, aber ihr habt ja noch 4 Tries. Alle, die jetzt wetten, habt ihr noch 4 Tries übrig. Ja, vielleicht was beschwören hilft bei dieser Dreiernummer, finde ich auch. Da fühle ich mich auch nicht schlecht, wenn 3 gegen 1 ist, dann kann ich durchaus auch mal. Ich nutze keine Magie mehr, Xoni Flash, weil... Moment, lass mich kurz mal... Oh shit, es geht, nee. Okay, weil ich wieder Hochmut. Ich hatte Hochmut. Ich antworte erstmal Xoni Flash. Ich bin mittlerweile Krieger. Im Moment bin ich Mike Krieger, Krieger. Aber in Zukunft bin ich eben der große Magini auch wieder. So wie er, allerdings nur viel besser. Aber davor wollte ich hier nochmal ein bisschen um mich hauen. Es ist zu verlockend. Den Boss mache ich nochmal. Und dann, wenn ich mich wieder auf die Story begebe, werde ich wieder Magie nutzen. Aber das sind alles so die Zwischenschritte. Zwischendurch level ich mich immer auf. Also wir haben als letztes unser Schwert aufgelevelt. Deswegen ist das auch so stark. Das ist jetzt aber eine andere Reihenfolge der Helden. Das ist schon interessant, oder? Nee, die heißen genauso. Aber ich hatte das Gefühl, es wäre ein anderer gewesen. Okay, nee, dann doch nicht halt. Dann stimmt's halt nicht, Simon. So, ich muss mich kurz mal konzentrieren. Nein, falsch getimt. Sprung. Power auf Schwerkraft. Okay, den hätten wir auch einmal nachheilen. Bisher läuft es nicht optimal. Aber ich habe noch nicht mal angefangen, mein Zauberschwert auszupacken. Wenn ich die nämlich auf eine Ebene bringe und dann einmal den hier mache, werdet ihr schnell sehen. Der Simon! Ein lustiger Kerl, wie der einfach so nebenbei Leute alle macht. Er tötet die Helden mit einer Hand auf dem Klo. Auf leeren Magen. Er hatte nur Y-Food. Zack.
Oh. Nach dieser eindeutigen Machtbestätigung hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Wahl weise wählt und eure kostbar verdienten Moneten nicht einfach so einer Fehleinschätzung in den Rachen werft. Ihr merkt vielleicht, wie ich mit dem Reden immer schlechter spiele. Das fällt nicht nur euch auf. So, Lionel Löwenherz. Da. Bitte den Charakter wieder ausblenden. Was meint ihr mit dem Charakter wieder ausblenden? Weiß nicht, habe ich vielleicht irgendwas gerade eben falsch gemacht. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War schön, aber es war ein bisschen zu einfach. Wie gesagt, ich werde ab jetzt eben nicht mehr, sie darf ich nicht töten, habe ich verstanden, jetzt nicht mehr farmen und ich werde mich auch umleveln und dann wird es vielleicht auch wieder schwerer. Zumindest der Nahkampf dürfte ja mit einem Zauberer ein bisschen schwerer werden. Ist ja klar, habe ich ja dann weniger Skill übrig für Kraft und Ausdauer und vor allen Dingen auch Stärke. Oh, ich mach den Chat wieder aus, das meint ihr. You intend to deny us and our ways, like the dogmatic brutes of the Golden Order. Ich hab nicht zugehört, was? Ich mach erst mal schließen. Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend to deny us and our ways, like the dogmatic brutes of the Golden Order? Die mögt ihr nicht, ne? Die findet ihr nicht gut. Nein. Moment. Die Frage, die sie stellt, ist ja so ein bisschen so, ne? Also dadurch, dass man die Antwort, muss man an die Frage anpassen, weil, und deswegen muss ich genau wissen, sie verfragt doch, ob ich einer von den Bösen bin. Ah, there you are. Sie ist ja die Kuschlerin. Aber sie hat mir auch immer einen Buff, einen Debuff gegeben. Ne, einen Buff. Ne, einen Debuff. Ja, es ist so. Nein. Ich möchte, dass ihr mich haltet. Ich nehme gerne den Debuff. Aber ich... Warum? Was habe ich davon? Naja, es ist Quarantäne und außerdem Krieg und... Ich könnte es jetzt wirklich gut gebrauchen. Meine drei Köpfe... Ah ne, es sind zwei. Zwei Köpfe könnten es gebrauchen. Jawohl. Einmal locker durch die Nase atmen. Den Segen des Firmaments haben wir dafür bekommen. Have you ever seen a Hallobrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallobrand has since been recovered at the Round Table Hall. But there is another Hallobrand out there somewhere, and I must find it. Before the time comes, we receive our Lord. Also genau, es gibt ein Item, was mir den Debuff wegmacht, den ich durch die Umarmung von ihr bekomme. When Godwin died, but another exists, and ja. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich immer noch mal mit den Leuten rede, weil ich manchmal nicht sicher bin, ob dann noch mal was kommt. Weil das ja ein paar Mal so ist in der Geschichte der Reihe. Ja, interessant. Sehr interessant. Mike Krieger muss einfach... Er muss... Die Haut muss atmen. Kennt ihr noch die... Ihr kennt Otto, ne? Ich glaube, war es der erste Otto-Film, wo dann dieser Friseur ist und diese Bankräuber und er hat irgendwas gesehen und dann geht's irgendwie, soll er beschreiben und dann wissen Sie, diese Bankräuber werden an ihrem Überfall keine Freude haben. Wissen Sie, ich habe sie doch gesehen mit ihren Strumpfmasken. Ha, will atmen. Und war natürlich so ein bisschen affektiert, schwul. Es waren die Ende der 80er, ne, da hat man das halt noch gemacht, aber gerade vor kurzem haben wir Game 2 gedreht und ich musste so lachen, weil wir haben genau über diese Situation aus einem anderen Grund geredet und haben das so rezitiert und es ist einfach geil, wie viele Leute das kennen und irgendwie diese Dinger, irgendwie diese Erinnerungen noch haben an sowas wie uralte Otto-Filme. Ja, mit ihren albernen Strumpfmasken, genau. Ah, ey, das war einfach geil damals. Das waren noch gemütlichere Zeiten.
So, wir haben die Gnade, wir haben sie entdeckt. Wir werden uns auch einmal hinhocken. Danach werden wir uns vielleicht nochmal umgucken. Ist euch eigentlich aufgefallen, wir haben jetzt die Sache, die wir gesucht haben, nämlich den kleinen leuchtenden Pnöpel oben auf dieser Brüstung hinter dem Wasserfall, in der Höhle mit dem Riesenbären, haben wir gar nicht entdeckt. Haben wir nicht entdeckt. Was wir entdeckt haben, ist den Endboss. Alle Wege führen hier zum Endboss, zu irgendeinem, aber so kann es gehen. So, da hinten links. Apropos, kann ich doch bestimmt lang gehen. Moment. Bevor ich hier natürlich den Teleporter nehme. Komako schreibt, ich empfehle Mike Alpezin. Ja, wegen der beginnenden Ecke, ne? Ich würde ihm raten zu Finasterid, um das zu halten, was er hat. Und einfach damit zufrieden zu sein. Das muss reichen. So. Kann man alle NPCs töten, ohne mit ihnen zu reden, lieber Drool? Ich habe selbst die Erfahrung gemacht in Bloodborne, dass das sehr wohl geht bei sehr vielen. Die meisten werden, denke ich mal, wütend und kämpfen, aber es geht, glaube ich, bei fast allen. Es geht hier nicht in der Tafelrunde, wahrscheinlich weil das alles questrelevante Leute sind, aber von so NPCs, die quasi einem was anbieten oder so, die kannst du theoretisch auch, dir auch holen. Aber es wird nicht empfohlen. Genau, so ist es. Genau. Kann man, aber ist nicht sinnvoll. Ich empfehle meinen Satz, kann man holen, wird aber nicht empfohlen, weil es sich reimt. Das kann man sich merken. Okay, hier ist noch eine Gnade. Ach nee, ist die alte, ne? Ja, warum ist da eigentlich dann nochmal eine? Ist ganz komisch, oder? Hätte es die da hinten gebraucht noch? Eigentlich nicht. Ich habe bisher alle NPCs gekillt. Ganz schön edgy, Hikori. Aber ich kann total verstehen, dass man so spielt. Also vor allen Dingen, es ist ja irgendwie auch eine Entscheidung. Es ist ja eine bewusste Entscheidung. Die Entwickler, ich denke mir da nochmal, die Entwickler haben das ja nicht umsonst entfernt. Also, was ich meine, ist die Unverwundbarkeit von NPCs, die es in vielen Spielen gibt, haben die ja nicht ohne Grund entfernt. Genau, ey. Red Pill. Red Pill ist doch der Edgelord. Es kann keine zwei Edgelords geben in meinem Chat. Du bist immer noch nicht ganz durch mit Fias Questline, schreibt Flop. Ja, aber das stimmt doch auch, oder? Also ich meine, sie ist doch... Moment, ist sie jetzt Fia oder habe ich das gerade verwechselt? Sie ist doch Fia, oder? Ich werde gleich das Debuff-Item nochmal nehmen hier. Ich muss wirklich... Das ist so verrückt. Ich muss nochmal schnell reisen und mit dir reden. Also... Das ist so verrückt. Danke für den Tipp. Ich vergesse sowas nämlich immer, weil da komme ich irgendwie einfach nicht drauf. Das sind so Eigenheiten, die, glaube ich, nur dafür da sind, dass man später irgendwann, wenn man zum zweiten Mal um die Welt ist, hier nochmal hinkommt und sagt, sag mal, war da nicht noch was? So, machen wir halt so. Und ich will auf jeden Fall ihre Quest machen, natürlich, klar, wenn du ihre Quest machst, kommt am Ende was richtig Krasses. Das haben die Leute bei dem Drei-Finger-Dude auch gesagt. Und dann kam was richtig Krasses. Aber diese NPCs, ne, die könnten sich auch mal schönere Ecken aussuchen, um da abzuhängen. Ich meine, das ist doch kein schönes... Also wirklich, hier gibt's auch einen Strand, ne? Hier gibt's halt auch einen Strand. Stattdessen, nee, hängen die lieber hier ab. Direkt vor dem riesen verwesenden Baumkadaver. Die ganzen Quests und NPCs finden ist teilweise eh für den zweiten Durchgang gedacht. Kein Spieler ohne Nachlesen macht das im First Run. Ja, aber das finde ich ja auch schön. Nur, ja, man will es ja dann doch machen. Also ich, wenn ich weiß, dass es existiert, will ich es natürlich machen. Ich will es nicht verpassen. Insofern bin ich für den kleinen Spoiler auch total dankbar. Es soll ja auch Spaß machen hier. Jetzt habe ich wieder mit ihr gehalten, aber ich wollte doch... Ach so, nee, man kann nur dann reden. Godwin died. A hallow brand scored his flesh, but another exists. Das kennen wir ja schon. Okay, seht ihr? Das, ne? Das ist jetzt aber interessant. Wahrscheinlich muss ich dann erst nochmal irgendwo... Muss ich nochmal irgendwo anders hin? Oder war es ein Troll? Also ist ja auch nicht schlimm, ne? Ihr könnt ja auch gerne mal einen Spaß machen. Nur ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Naja gut, ein zweites Mal Motorboden wird mich jetzt auch nicht stören. Weil ich es gerade wirklich lese und es so gut passt. Hi Simon, fragt, Marco ist Kult, macht ihr ein Nachspiel oder so zu Elden Ring?
Und damit gehe ich hier durch und reise irgendwo hin. Ja, gerade heute habe ich eine Mail oder, nee, genau, Slack, irgendwas wurde genau das thematisiert. Da habe ich mich auch angemeldet und habe gesagt, ah, wenn Platz ist, bin ich da gern dabei. Das ist auf jeden Fall geplant, weil es ja auch, es wäre ja bescheuert, das nicht zu machen. Es haben ja so viele Leute dieses Spiel gespielt, dass es total schön werden könnte. Ich überlege sogar, ob es nicht, und das wird natürlich Leute, die mich nicht mögen, freuen, aber ob ich nicht vielleicht lieber absage, weil ich bin eh schon so viel und ich habe so viel schon gelabert, dass ich lieber jemandem, der sonst nicht vor der Kamera wäre oder halt der beziehungsweise, ne, der jetzt nicht in einem Nachspiel immer sitzt, Bock hat, irgendwie auf meinen Slot irgendwie zu gehen. Muss ich nochmal nachfragen, ob es vielleicht mehr Interesse gibt als... Und dann würde ich den hergeben. Also, aber es wird eins geben. Das Ding ist, ich habe auch schon so viel erzählt zu dem Spiel mit all seinen... Aha, ich dachte ja, es ist was Neues, aber es ist tatsächlich einfach nur die Stadt. Ich habe eigentlich alle Eventualitäten schon durchgelabert. Und das dann nochmal und damit jemand anderem, der vielleicht da zum ersten Mal drüber redet, irgendwie quasi den Platz wegnehmen. Deswegen muss ich mal fragen, ob das so ist. Ich weiß es nicht genau. Die Open World ist leider sowohl Fluch als auch Segen. Man möchte sich ja nicht spoilern lassen, aber man will auch nichts verpassen, schreibt Fabedini. Bei den alten Souls-Spielen ist kein Problem, das stimmt, selber zu entdecken, aber Elden Ring ist verdammt riesig und dann nochmal alles machen. Und dann eben vor allen Dingen auch diese, du musst ja wirklich systematisch, strukturell alle Ränder der Karte absuchen. Und dann um wirklich alles zu entdecken, weil ja immer noch selbst auf der Karte siehst du mal eine Kirche. Oder eine Ruine, oder eine Mauer, oder irgendwas, ne? Aber du siehst ja nicht die kleinen verteilten Leucht-Items. Oh, etwas Süßes. So, ne? Okay, ich brauche hier gar nicht rumlaufen. Ich bin ja hier schon gewesen. Ich habe hier schon alles gemacht. Ist dieser Boss hier, ist der von... Ich habe ihn schon, ne? So war das doch. Den hatte ich dann schon. Oder? Doch, doch, den hatte ich. Okay, die Rollt-Route... Verbotene Lande, genau, da wollte ich eigentlich lang. Glaube ich zumindest, ne, dass das hier... Scheiße. Und ich habe ja auch noch eine Aufgabe. Ich brauche noch ein Item für die Quest, für die FIA-Quest. Ja, ich nehme an, dass ich das dann hier irgendwie auf dem Weg finde. So, und jetzt gehen wir mal hier lang und holen uns vor allen Dingen erstmal das hier. Denn jetzt fängt so ein bisschen wieder der Story-Part an. Wir waren ja hier unten... Das ist, glaube ich, vor allen Dingen optional. Ich bin da hingekommen durch den Finger, den schlimmen Finger. Ohne euch jetzt spoilern zu wollen, bin ich dadurch hingekommen. Und jetzt bin ich endlich wieder auf der Main Quest Area sozusagen. Da geht es nämlich eigentlich weiter. Wie viele Stunden hast du? Komm, das machen wir kurz mal. Ich weiß es nämlich auch nicht. 105, 106 könnte man sagen. Stufe 148 und stinksauer, weil es immer noch nicht fertig ist. Aber das ist nur seine Meinung, weil er muss den Scheiß ja machen. Er stirbt ja für mich. Ich finde es total geil, dass es noch nicht fertig ist. So, er ist auf jeden Fall fertig. Nein? Ich habe doch gerade für den Gag, du musst jetzt auch fertig sein. Oh. Ja, das sind die Zwerge. Die sind wirklich... Wenn man sie unterschätzt, schlitzen sie einen auf mit ihren Special Moves. Aber die bringen die jetzt hier mehr... Weil ich habe ja, lange habe ich die ja gefarmt. Ich schwöre euch, eigentlich ist bei denen... Na, habe ich euch gesagt, genau das habe ich euch gesagt. Genau so ist es auch. Es sind aber auch viele. Aber ich wette, bei denen in der Wohnung, wo auch immer die abhängen, im Hausflur, im Hotel, Hausflur, im mehrstöckigen Gebäude, hängt unten so mein Bild mit so einer Warnung. Und wegen des Mordes an 874 Zwergen... gesucht. Tatort Farmingwiese im Osten unten. Ost-Süden. Also es ist, ich habe so viele von denen mit meinem Schwert behakt, dass ich verstehen würde, wenn die mir gegenüber einen Groll hegen. So, und was hat's euch gebracht? Gar nichts. Und ich reite einfach durch die Kälte. Ah, ich hätte einfach vorbeireiten sollen. Als Magier macht man die wirklich sehr leicht. Aber im Nahkampf können die einen schon nerven. Ich bleibe dabei.
Das sieht jetzt aber doch relativ schlauchig aus und ich bin mittlerweile an einem Punkt, das Spiel ist groß genug, so groß, dass wenn ich erkenne, dass es ein Schlauch ist, bin ich fast ein bisschen glücklich. Bin ich ein bisschen glücklich, weil ich mir denke, okay, gut. Schlauch oder lange Brücke oder irgendwas, wo ich weiß, da muss ich jetzt nicht nochmal 100 Mal hin, um jede Ecke unten und zwei Level drüber nochmal abzusuchen. Ich weiß, das ist ja auch Teil des Spaßes, ne? Aber es ist so ein bisschen, es ist Umzug, ist ein gutes Beispiel. Ich zieh gerne um, ich ziehe ja bald um, ich ziehe gerne um, ich räume auch gerne Sachen in Kisten, ich sortiere gerne meinen Shit und räume Shit weg und werfe ihn weg, weil ich ihn einfach nicht mehr brauche. Ich minimalisiere gerne, ich mag es auch eine neue Wohnung einzurichten und so. Ups. Aber auch da, ne, ist es irgendwann, hat es einen Punkt, ab dem ich dann alles liegen lasse und nichts mehr mache. Und bis dahin jede Kiste ausgepackt ist und jedes Bild an der Wand hängt, dann war es das für die nächsten 3 Jahre. Es gibt zu viel des Guten. Also außer bei mir. Ja. I know. Es ist doch alles auch nur ein Spaß. Zum Teil. Ein kleines bisschen vielleicht. Also Spaß schwingt zumindest immer mit. Ist nicht nur Ego. Auch, ne? Wo sind wir? Warum kann ich die Karte... Das macht mich so rasend. Wirklich, dass ich die Karte nie so richtig aufmachen kann. Ich will sie nicht permanent sehen, als wäre es ein Ubisoft-Spiel. Das meine ich nicht. Und ich bin auch froh, damit sie nicht... Also, aber warum nicht eine kleine Karte... Und ich kann mich trotzdem nicht bewegen, die nur angeht, klein ist irgendwie, wenn Gegner da sind. Weil dann, wenn ich getroffen werde, werde ich getroffen. Genau, aber es ist so komisch manchmal. Ich brauche vor allen Dingen hier noch mehr. Ich brauche, hier muss ich rein und da gibt es hier wieder eine weitere Karte zu entdecken. Aber erstmal gehen wir hier hin. Zum großen Aufzug. Was ich sagen muss, weil ich gerade nur gelesen habe, den einen oder anderen im Chat das Rumgereite nervt. Es wird ja in vielen Spielen geritten. Ich finde ich will nicht sagen schlimmsten, aber am authentischsten, weil sehr langen, ist es halt wirklich bei Red Dead Redemption. Alter, dass die wirklich nochmal so nerven, ich hätte es niemals gedacht. Ich habe so viele von denen gekillt, ich kann das fast im Schlaf. Aber jetzt hier ist halt natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Einfach, ich habe ja auch mittlerweile keine Magie mehr. Der Schlag geht dummerweise immer drüber, weil die so klein sind. Ich muss immer nach vorne hauen. Na komm, ich nehme R2. Und ich nutze ja im Moment auch meine Magie nicht, weil es einfach zu overpowered ist. Ich lese gerade, Tony bedankt sich nochmal für Resident Evil 2. Er hat sich gestern sehr oft die Halsschlagader rausknabbern lassen. Das stimmt. Tony Maroney 32, aka Anton, der hier für unter anderem natürlich für unsere YouTube-Kanäle und die ganzen Sachen zuständig ist. Ein Videogenie, wie es im Buche steht. Und zwar im Strafgesetzbuch. Nein. Was wollte ich sagen? Der hat gestern Resident Evil 2 Veteran gespielt. Das ist ein Modus, an den ich mich noch nicht rangetraut habe, weil er mir keinen Spaß macht. Weil er mir zu schwer ist. Und er ist irgendwie, er spielt das und völlig schmerzbefreit. Und da habe ich gestern einen Raid vorbeigeschickt. Und ja, der streamt gerne. Ich suche immer noch einen Namen für seinen Kanal, weil Tony Maroney 32, das ist Quatsch. Also, aber Tony ist natürlich weg. Also ist schwierig. Namen sind schwierig auf Twitch. Sind alle Dreck oder weg? Das ist quasi, damit kann man sich's merken. Alle immer Dreck oder weg. Ey! So. Das hört aber auch nicht mehr auf. Jetzt bin ich in meiner Eile und Verwirrung bin ich im Kreis gelaufen, aber nur ein bisschen. So, außerdem haben die mich ja auch verfolgt. Es scheint, als müsste ich sie wirklich nacheinander klatschen. Die Kollegen. So. Bei mir war gerade ein Werbespot. Oh, das, ja, es kann natürlich sein, dann bist du halt quasi zeitlich so reingekommen.
Ich weiß auch nicht, was Twitch in letzter Zeit macht, aber die Werbung ist immer ein bisschen... Also es ist so, ich will nicht sagen, sie ist mehr oder weniger geworden, weil ich sehe es ja nicht, aber ich habe das Gefühl, sie nervt Leute mehr. Also das ist mir aufgefallen. Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal meine Einstellung angucken. Vielleicht ist da jetzt auch irgendwelche Möglichkeiten hinzugekommen, da was zu ändern. Ich habe es zumindest irgendwo in meinem Chat gelesen, dass das wohl irgendwie auch einstellbar wäre. Muss ich mal gucken. Aber deswegen mache ich ja schon immer diese Werbebreaks, in denen sich dann Twitch mal so richtig leer senden kann. So wie bei dem Jan Tenner Horno vorhin. Einmal kurz Twitch 3 Minuten geben und dann können die das, haben die das aus ihrem System. Was ich noch sagen wollte. Oh, kauf mein Produkt. Und nur, wundert euch nicht, ne? Ich kenne das Gebiet nicht. Ich irre nicht rum, sondern ich, wie ihr seht, hat das ja hier so ein Areal. Ich versuche halt so ein bisschen, das ist eine Navy Seal Militärstrategie, die kennt ihr nicht, weil ihr natürlich keine Navy Seals seid. Quasi in Zickzack-Bewegungen jedes Areal einmal so abgehen. Ich schwöre dir, irgendwo sitzt jetzt ein Navy Seal. Was? So, nee, das ist das Dümmste, was du machen kannst, Junge. Und dann nimmt er sich meine Navy Seal Bewerbung, die da seit ein paar Tagen auf dem Stapel möglich, und legt sie einfach wortlos in den Papierkorb. Aber er hat von mir gehört. Ich will die jetzt haben, die blöden Flattermänner. Okay, dann komme ich da auf anderem Weg natürlich hin. Moment, es gibt einen Randomizer, schreibt Kantsche, für Elden Ring. Also es ist eh so groß, dass ich mir nicht merken könnte, wo man was bekommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Randomizer ist quasi jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, habe ich einen ganz organischen, automatischen Randomizer. So, jetzt habe ich aber auch einmal alles abgesucht. Ne? Jetzt gehen wir nochmal diese Wand entlang. Aber es ist natürlich cool. Aber bei dem Spiel ist es halt einfach echt... Oi, oi, oi. Wenn man das natürlich dann noch speedrunnt, dann wird es interessant. Dann braucht man ja... Erst muss man quasi alle Item-Spawn-Plätze für bestimmte wichtige Items dann absuchen. Und das kann ja eine Weile dauern. Und dann muss man immer noch die Bosse legen. Ich glaube, 12 sind es oder so. Die man... Ich weiß gar nicht, welche das sind. Aber 12 soll man legen. Darunter tut sich nichts regen. Naja. Okay. Okay, ich verstehe. Ihr wollt, dass ich mir meine Lampe anmache und euch zeige, dass hier nicht viel ist. So, was lese ich da? Das River of Blood Katana kann ich nur empfehlen. Ja, aber mittlerweile ist die Frage ja, kannst du es empfehlen vor dem Patch oder nach dem Patch? Weil da ist ja einiges scheinbar passiert mit dem Patch. Ja. Ne? Diese Ecken, die Entwickler. Kann mir doch keiner erzählen, dass sie nicht die Ecke dahin machen und sich das so anstupsen. Ne? Shihoro, guck mal. Habe ich hier eine Ecke, ne? Die werden alle dahin gehen und die werden gucken, ob da was ist. Und dann ist da nichts. Und dann sagen, ja, From Software. Und dann schreibt der Erste, schreibt was rein. Ach, ey, die wissen ja schon genau, wie sie die Klaviatur ihrer Fans spielen müssen. Das ist das Schöne daran. Das ist schon fast so, alles so ein bisschen Meta-Humor. Genauso wie die Schafe, diese Roll-Elektro-Schafe, die einen angreifen, all dieser Kram. River of Blood war ja kaputt und ist jetzt heil. Also kaputt, broken, heißt in dem Fall zu stark. Und jetzt ist es richtig stark. Ja? Na, ich muss dazu sagen, Nus, du gerade auch sagst, warum heulen alle wegen der Werbung? Es ist, wenn dann so 5 Werbespots am Stück kommen, das sind 3 Minuten. Das ist ja schon, also mich nervt ja ein Werbespot auch schon. Mich nervt einer bei 20 Sekunden. Und beim zweiten denke ich mir, warum bin ich auf diese Seite gegangen? Und wenn dann noch 3, 4, 5 kommen am Stück und das nicht Teil einer Werbepause ist, so wie hier, pff, weiß nicht, was ich dann, da wäre ich wahrscheinlich auch bei jemandem angepisst irgendwie. So. Ja, soll ich die eigentlich direkt schon in die Augenhöhle legen oder möchtest du sie irgendwie in deinen zahnlosen Mund oder womit guckst du die an? Ahead lies the land of the giant's flame. Geil.
And the way forth is forbidden. Das höre ich so gerne. Hear me. The burning of the erred tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Ja, doch, der Finger. Der Finger. Finger nach oben. Mike Krieger, du hast offensichtlich nicht von mir gehört. Ja, okay, haben wir alles schon, ne? Nein, Simon, Rivers of Blood hat nicht richtig skaliert, aber jetzt ist es gut. Ja, also ich bin voll dafür. Rivers of Blood klingt wie eine Waffe, die ich gerne benutzen würde oder wie ein Zauber oder wie was auch immer. Jetzt ist aber das doch viel spannender gerade. Diese geile Geschichte, die jetzt hier passiert. Warum gucke ich überhaupt noch, ne? Ich habe ja eh nicht genug. Wir machen jetzt mal was. Mache ich nur für euch. Wir gucken jetzt mal, dass wir ein bisschen Ehrgeiz reinbringen in das Ganze hier. Ich hole jetzt mal meinen ganzen Schmodder aus den Taschen und werf den in die Wettwaagschale. Denn sicherlich kommt hier jetzt gleich irgendwas und dann haben wir mal ein paar Runen sozusagen hängen dann auf der Kante, auf der Klippe. Und nicht einfach nur hier die läppischen paar, die ich da eben hatte. Man muss auch mal die Stakes erhöhen. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Na gut, die kleinen kann ich mir natürlich auch sparen, aber dann sind sie wenigstens weg. So, wie viel haben wir? 83.000. Das ist ja fast ein halbes. Wow, das ist aber, hast du aber ganz schön tief in die Tasche gegriffen, Simon. Ich habe halt nicht mehr. Ich habe eben schon 40.000 irgendwo liegen gelassen und davor 30.000. Es ist... So, wichtig ist der Aufzug. Geil. Wieder mal eine schöne, auch von der Zeit einfach nicht zu lange Zwischensequenz, gepaart mit so einem typischen Gang, einen Pfad entlang. Oh Mann, da brauche ich, guck dir mal an, die schmutzigen Waden und die Schlappen, die Hausschuhe, der Grabstein, ich sehe aus wie ein Penner. Guck dir, alles daran ist irgendwie zerrissen und zerflissen, aber das ist jetzt, wird jetzt ein geiler Moment, da bin ich fest von überzeugt. Bevor ich das sage, wollte ich was beantworten. Offmam schreibt nämlich was, was natürlich häufiger geschrieben wird, sowas werde ich dann gerne einmal auch beantworten. Wieso streamst du jetzt, wenn auf dem Sender eine Sendung läuft? Ich habe es ein paar Mal auch schon gesagt, aber ich kann es gerne nochmal zusammenfassen. Also es war von Anfang an okay, dass wir streamen, dass wir einfach eine Alternative anbieten zu dem, was auf Rocket Beans läuft. Es gibt allerdings auch manche Tage, und das erfragen wir, also wir in dieser Twitch-Unit, ich bin da ja auch zum Teil von, und da erfragen wir dann an einem Montag oder so, ey, ist diese Woche irgendwas, wo ich nicht streamen soll, weil das ist ein wichtiges Pen and Paper, das ist eine Geschichte, ein Event mit Sponsor, es ist eine Sendung, wo du, Simon, selbst dabei bist, also wäre es vielleicht gut. So in diese Richtung. Und diese Woche war nichts. Also diese Woche, ich habe das geklärt, ist das alles cool. Was nicht heißt, dass die Sendung, die jetzt, man muss immer noch die Hintertür und das Fenster zumachen, was nicht heißt, dass die Sendung, die jetzt läuft, keinen Wert hat oder eine andere Klasse oder in irgendeiner Art wertiger. Ich weiß nicht mal, was läuft. Was ich sagen will, ist, dass man das dann in den Sende,
in der Redaktion, in der Sendeverwaltung, in der Sendeleitung, ich weiß nicht, wer am Ende das genau verantwortet, aber dass da entschieden wurde, nee, das ist nicht notwendig, dass ihr dann nicht streamt, um keine Konkurrenz zu machen. Also das ist, ich verstehe, dass das ein bisschen verwirrend ist, aber wir bauen ja auch die Brücke, während wir quasi nach vorne laufen. Also während wir den Fluss überqueren, bauen wir die Brücke, weil wir ja auch da so reinwachsen. Und deswegen, nur damit ihr das einmal gehört habt, so, das ist so der Gedanke dahinter. Okay. Jetzt habe ich, okay, jetzt kommt so ein geiler Moment, okay. Oder komme ich jetzt wieder zurück? Wir gucken rein. Okay, er fährt halt einfach nur runter. Er fährt halt einfach nur runter. Ne, ich dachte irgendwie, ich habe irgendwie das Ding, ich sehe das Ding nicht als Lift, verdammt. Ich weiß, was ich gerade tue. Ich bin wieder runtergefahren. Ja, ja. Der eine am Ende. Come on! Komm, wir machen es noch einmal. Es geht nicht nochmal. Ich muss original einmal umschalten, Achtung. Come on! So kann man ganz schnell, und damit fahre ich jetzt wieder hoch. Das ist echt lächerlich, ne? Ich fahre schnell wieder hoch und ich schalte auch gleich um. Aber so kann man ganz schnell für immer verewigt werden. Indem man einmal nimmst du irgendwo was für eine Audiogeschichte auf. Na komm, jetzt reicht, wir können es überspringen. Und hier, mach mal kurz, mach mal, sag mal, oh, come on, sei mal enttäuscht von jemandem. Und mach, sag das kurz, come on. Und schon bist du für 100 Jahre digitalisiert. Denkt mal an all die klatschenden Leute in den Sitcoms der 90er, die waren alle längst tot. Das war alles so, also can't laugh, laughter heißt es ja. In dem Fall war es halt aber auch wirklich aus dem Jahr 70 oder so. So. Ja, da haben wir jetzt alle mal schön 2 Minuten unseres Lebens dem Simon dabei zugeguckt, wie er sein Gehirn wiederfindet. Gern geschehen. So, damit ihr jetzt auch mal was von mir habt. Und damit meine ich weniger. Weil das sieht aus wie ein geiles neues Gebiet. Ich bin jetzt mal ruhig und jetzt kommt mal ein Atmo-Take. Jetzt bin ich halt auch mal 5 Minuten ruhig. Bis dann.
Es ist halt lustig, weil er so eine große Nase hat und man annehmen könnte, dass er das Ding halt wegen der Nase, damit man die Nase nicht sieht. Und es ist auch so die Nasenform. Es geht quasi, die Nase geht bis unten an den Rand des Huts. Fand ich gerade lustig. Okay, hier ist Fashion Souls. Aber das macht mich wahnsinnig, wie das Schwert da durchklippt. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Das kann ich mir nicht die ganze Zeit angucken. Nein, es ist nicht möglich. Was haben wir denn noch? Irgendeinen lustigen Hut. Komm, jetzt gehen wir mal nur nach Fashion hier. Einen lustigen Hut, der die Nase unterstreicht. Das Ding sieht groß aus, aber hat vorne so ein... Das ist natürlich auch wie eine Nase. Ach, ich Idiot! Wo ist er denn, der Zaubererhut? Da, Mann! Perfekt! Ja, perfekt, oder? Es ist einfach geil. Das ist der Hut. So. Endlich. So, jetzt bin ich gleich wieder ruhig. Aber ich suche... Genau, ich suche das Ding hier. Die Karte. Danke, Spitzixos. Spitzixos. So, ich bin's ruhig. Idiot, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja gut, war die falsche Richtung, ne? Ich gehe mal wieder zurück. Ich weiß auch nicht, das sieht alles gleich aus. Alles neu, sieht alles gleich aus. Das ist einer der Mini-Bosse von vorhin, ne? Den hatten wir irgendwie letztes Mal, als wir gespielt haben, glaube ich, auch in einem dieser Dungeons. Hier ist er einfach ein normaler Standardcharakter, der dir einfach mal so vor die Schnauze geworfen wird. Wie gesagt, ich will eben nicht mehr so viel mit dieser Magie kämpfen, weil ich da sehr stark bin. Aber diese Waffe, die ich da sonst habe, also das Schwert alleine ist halt auch mega lahm. Wenn es trifft, ist cool, aber es ist schon mega lahm. Deswegen, es macht es mir ein bisschen schwierig. Ich hadere immer mit mir selbst. Ich will ihn einfach schnell erledigen. Aber ich will auch irgendwie einen ordentlichen Kampf bieten. Ich probiere einmal aus, was so ein Ding Schaden macht. Ah ne, Moment, bin ich ja gar nicht zweihändig. Und da dachte ich zum Beispiel nicht, dass das so weit nach hinten reicht, um ehrlich zu sein. Der hat ja einen richtig langen, feuchten, kalten Atem. So. Dann gucken wir mal. Aha, er kann nämlich links und rechts... Aber wenn es trifft, dann haut es halt auch rein. Und leider hat der Schild nicht das gebracht, was ich gehofft habe. Weil dieses Wegstoßen hat bei ihm nicht dazu geführt, dass er taumelt. Der ist halt irgendwie geil. Ich mag es, gegen den zu kämpfen, weil er einem irgendwie schon auch mal gute Chancen gibt. Aber diese Schwingerei, es ist wirklich, der macht immer mehr als zwei oder drei. Also es ist nie ein Schwinger, es ist immer mehr und es ist immer schnell. Aber immerhin sind die Schwinger nicht so verzögert. Das macht es ja immer ein bisschen schwieriger. Also gerade die Bossgegner, die dann wirklich was extrem verzögert anbieten an Schlägen, die muss man sich halt wirklich immer so quasi, muss man einprägen, muss man wirklich lernen. Okay, hier oben war ich glaube ich auch noch nicht. Ja, der Chat sagt es, welcome to late game. Ja, irgendwie
fühlt sich das auch so an. Gerade eben, als ich mir hier diese Karten angeguckt habe. Ach komm, es ist doch nur einfach ein Adler. Igli. Oh, guck bitte Peacemaker. Wenn ihr jetzt nicht guckt, guckt Peacemaker. Es ist absolut fantastisch. Und Severance ist eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Severance ist richtig, richtig, richtig geil. Das sind meine zwei Tipps. Geht einfach auf Butterbinge bei Kino Plus und guckt euch alles in der epischen Länge an. Aber ganz viele Leute, ich habe gestern mir die Kommentare angeguckt, ganz viele Leute sind richtig dankbar und sagen, boah, ja, da habt ihr richtig geile Sachen vorgeschlagen. Jede von diesen Geschichten, nein, das stimmt nicht. Die erste und die letzte von den Vorstellungen waren richtig gut und so. Also Calls und Severance. Okay. Da sind Ruinen. Jetzt bin ich aber wieder... Da will ich doch hin. Jetzt bin ich weiter oben. Okay, ich wollte auch hier gucken, ob noch was ist, aber scheinbar ist ja auch nicht viel. Au. Unglaublich, ey. Geister, Adler. Alles ist gegen mich. Oh, da ist ein schönes kleines Dungeon. Oh, okay, ich verstehe. Das sind jetzt wirklich normale Standardgegner. Uiuiui, okay. Ja, ja, welcome to late game. Ja, genau, John Cena kann wirklich schauspielern, sagt auch Nuis. Bin ich auch der festen Überzeugung, dass er ein überraschend gutes Comedy-Timing hat und ich glaube, von dem wird man noch viel Lustiges sehen. Er sieht halt auch so aus, dass man, also er ist auf jeden Fall der bessere Schwarzenegger, wenn man jetzt die Körperform mit dem Schauspiel-Skill, sag ich mal, übereinander legt. Eine weitere Klangperle für den Moment, so. Eine weitere Klangperle, finde ich gut. Für die beiden, ja, was sind das eigentlich? Händler, Tauschbörsen, Besitzerinnen, auf jeden Fall sind sie mir ein bisschen suspekt. Ein Eissturm, ja, aber sicherlich sind all diese Gegner besonders resistent, nehme ich mal an. So, mal gucken. Ich will das ja, ups, mach die Lampe mal aus. Ich will das mal lernen, wie man gegen die kämpft. Weil der kommen ja schon einige. Okay, das ist jetzt aber, jetzt ist ridiculous. Das will ich nicht. Einer lernen und so ist ja okay, aber zwei gleichzeitig auf gar keinen Fall. Nein. Also vier gleichzeitig auf gar keinen Fall. Fünf gleichzeitig. Nein. Ja. Komm, geh mir weg. Vielleicht haben sie mich ja alle gar nicht wahrgenommen. Sehr gut. Gut entkommen, Simon. Ja, genau, wenn du mit dem Schild blockst und danach R2 drückst. Ah, ne, Moment. Den meint ihr doch, oder? Dachte ich. Oder welchen meint ihr? Das ist der Schild und dann R2. Alter, guckt es an. Ich glaube, dass für die mein aktueller Spielstil nicht so passend ist. Mal gegen die Wand vielleicht. Fatih Akin. Nee, okay. Okay, ich muss weiter weg. Ich hätte gerne mehr Bewegungsfreiheit nach hinten. Wenn es was gäbe, was so die Sprünge nach hinten verlängern würde, das wäre nicht schlecht. Aber als Schild? Als Schild funktioniert es doch eigentlich voll gut, oder? Ich glaube, ich mache mir viel zu viel Gedanken. Guck mal. Ja, und jetzt? Ja, ich habe das Gefühl, er versteckt sich gerade vor mir, vor dieser Säule. Oder hinter der Säule, meine ich natürlich. Problem ist halt nur, wenn ich schlage, weil er ist nicht doof. Vielleicht doch. Ja, er ist doof. Ich bin mir sicher, er ist doof. Wir haben es geklärt. Aber immer nur einer. Bei zweien wird es schon sofort unspielbar, würde ich mal behaupten. Bei dreien erst recht. So. Also ich finde, so geht's eigentlich, oder? Was meint ihr? So sieht's eigentlich
völlig in Ordnung aus. So, einmal noch Energie. Aber ich verstehe schon, dass die hart sind, ja. Aber ich habe halt auch krasse Magie, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, jetzt, wenn zwei kommen, dann hole ich erst Oleg. Und dann wird mal ein bisschen das Butterbrot das Buttermesser ausgepackt. Da, hier wird... Wir bauen für sie ihre... Scheiße, das geht nicht! Mann, ich hatte so viele coole Sprüche. Wir bauen für sie ihre... Bahn. Ihr kennt diese Schilder, ne? Wenn der Maulwurf und so, hier können sie nicht, hier wird gebaut. Einfach so eine Furche, dann vielleicht eine Verlegung von den irgendwelchen Kabel oder Internet. Mann, da hätte man so viel machen können. Jetzt muss ich mir den Scheiß nochmal holen. Aber wir machen die jetzt. Mit meinem jetzigen Schwert, glaube ich, sind die kein Problem. Bin ich ganz ehrlich. Sind eher diese 10 One-on-One-Kämpfe, wo ich mit dem Schwert einfach nicht den kürzeren ziehe, weil es ist ja lang, aber einfach den langsameren ziehe. Aber das, wie gesagt, die Magiefähigkeit von dem Schwert ist halt fantastisch. Ich zeig's euch. Komm, ihr denkt, ihr wisst alles. So. Zack, Junge. Oh, scheiße, okay. Na gut, dann machen wir's nochmal. Komm, einmal noch. Zack, Junge. Oh, was? Du hast nur noch ein Fünftel Energie wegbekommen. Jetzt ist es noch die Hälfte. Oh nein, du hast mich angekratzt. Da mache ich einen Bubu. Bubu-Aufkleber mache ich da drüber. Das ist ja nicht mal ein Lackschaden. So. Dann noch einen kleinen Stich. Und dann ist auch schon vorbei. Ah! Und ich werde sterben. Nein! Er hat ja diese arrogante Art. Und dann noch. Und dann ist noch nicht mal geschafft. Das war ein One-on-One-Kampf. Damn! Ja, ich muss einfach besser sein ab jetzt. Ich werde mir das einprägen. Diese Überheblichkeit vom Vergangenheit, Simon, tut mir sehr leid. Wir im Team sind alle enttäuscht. Wir befinden uns in internen Gesprächen. Wir garantieren Ihnen beim nächsten Zusammentreffen einen weniger arroganten Umgangston. Gezeichnet Team Mon. Da. Nein. Na, wobei, kann man machen. Quali. Na, die sind krass. Die sind krass, da kann man nicht drum rumkommen. Und diese Zauber sind auch nochmal krass. Nein! 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 Lass mich doch kurz einmal ausatmen hier. Wie knapp, oder? Der ganze Scheiß. So, aber am Ende gewinne ich. Ich habe das Spiel gekauft. Ich werde es auch... Ich kann es auch zurückgeben. Und deswegen werde ich es durchspielen. Nein! Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Simon, hast du eigentlich Demon's Souls Remake durch? Ich habe das Remake nur für mich selbst ein bisschen angespielt und meine Freundin hat es ein bisschen gespielt. Ich habe es nicht nochmal durchgespielt. Ich habe es aber auf der PS4, aber auch noch das alte, oder was, 4? Aber ich habe auch das alte nochmal angespielt. Ich habe aber, glaube ich, es nur mit Nils einmal durchgespielt. Okay. Ich finde es super, dass man hier mal ein bisschen wieder auf den Sack kriegt. Ernsthaft. Das war zu einfach. Und hier muss man eben auch mal ein bisschen wieder sich ans Training zurückerinnern. Aber es ist wirklich eine unfassbar dumme Kombination, mein langsames Schwert und diese schnellen Schlitzkollegen. Die schnellen Schlitzer.
Scheiße. Da lacht er sich doch kaputt. Okay, so, wir versuchen jetzt mal einen ordentlichen Kampf. Ach, wo ist jetzt der andere hergekommen? Ah, es ist einfach nicht fair. Es sind halt nur mal wirklich mehr als einer. Nee, hier bin ich nicht gut. Das ist ein harter Level, ne? Muss man, da habt ihr euch schon die ganze Zeit drauf gefreut, dass man endlich hier hinkommt. Weil hier wirklich so viele auch von denen sind. Und am Anfang ist einer. Und du denkst dir, okay, einer. Naja, ist halt jetzt irgendwie so ein Mittelding, ne? So ein Mittelgegner, den ihr mal nehmt. Aber nein. Und damit springe ich wahrscheinlich wieder zum Anfang. Ja. Die kommen ja einfach permanent. Wir haben eine nie enden wollende Versorgung an. Möchte gern Dancern. Okay, wir reiten ja einmal nochmal weiter den Weg hoch. Weil das war es ja nicht, ne? Also die sind einfach zu. Aber hier war auch ein Dungeon. Habe ich den? Den habe ich ja noch gar nicht. Oh, Entschuldigung, ja, ich muss ja nochmal hier rüber. Wir gucken uns den Dungeon nochmal an, glaube ich. Simon, kaufst du dir die Spiele selber oder leihst du die von der Arbeit aus? Also den Key hier habe ich bekommen von Instinct, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe es also nicht gekauft. Aber ich habe auch schon Spiele gekauft. Ich habe aber auch schon Spiele für Rocket Beans gekauft. Ja, also es ist so ein Mischmasch. Ich habe schon selbst was bezahlt, Rocket Beans hat schon was bezahlt und in diesem Fall Instinct auch. Also die bezahlen es nicht, sondern die besorgen mir den Key einfach, das meine ich. Aber bei Rocket Beans gibt es halt nicht genug Keys. Jeder will natürlich Elden Ring haben und da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ich will den jetzt aber haben, wenn du ihn auch woanders bekommst. Gut, dass der mich noch nicht sieht. So ein typischer, lustiger Moment in einem Comedy-Film, wenn der Bösewicht nicht merkt, dass ich direkt neben ihm stehe. Ich suche diesen Tunnel sozusagen. Den Keller. Aber vielleicht gibt es hier auch keinen. Doch, da, oder? War der da? Ich glaube, da war er. Ja, da ist er doch. Du sollst... Ich kann das Pferd, kann gerade nicht runtergehen. Ja. So, ihr könnt... Kümmert euch um die. Mein Gott. Simon, ich bekomme alle 30 Minuten Werbung. Ach, hier war ich schon. Scheiße, hier war ich schon. Hier war ich ja eben. Das will ich aber nicht. Ich kann im Moment noch nicht mal den Werbebutton drücken, weil hier die Buttons gerade ausgeblendet sind. Was eher dazu, also was wahrscheinlich daran liegt, dass Werbung ausgespielt wird gerade. Ich kann euch echt, ich kann das euch im Moment überhaupt nicht sagen, was da passiert. Ich google das mal alles nach und gucke mir das mal alles an. Später, wenn ich hier durch bin mit. Aber ich kann es euch aber nicht sagen. Aber ich nehme an, es hört irgendwann auf. Kauft einfach die Produkte und dann hört das schon auf von alleine. Nein, also... Wenn ihr es braucht, kauft's. Aber ihr versteht schon. Es hört nach spätestens 5 Dingern wahrscheinlich auf. Ich glaube, es liegt daran, dass ich eben diese Werbebreaks nicht gemacht habe. Wir spielen seit 2 Stunden. Ich habe keinen einzigen gemacht. Kann halt gut sein, ne? Ja, wir kämpfen uns hier schon langsam vor. Aber das ist eine ganz schöne Entfernung, oder? Das ist doch krass. Das ist einfach ganz schön krass. Jetzt habe ich auch noch Frostschaden. Hier, Peter Froste. Peter von Frosta. Kennt ihr auch nicht mehr, ne? Weil ihr nämlich alle noch jung und dynamisch seid. So. Achtung, ja, dumm. Hätte ich eigentlich mir sparen können. Jetzt mache ich einmal das, was geraten haben die Leute. Schlagen und dann rollen. Aber das eben hat nicht geklappt. Ja. Muah. Ja, wie gesagt, diese Werbegeschichte, es tut mir echt leid, ich verstehe nicht, was das immer soll und ich guck's mir an. Ich habe da aber leider auch wirklich nicht so viel Ahnung von, deswegen passiert es ja immer wieder mal, dass ich irgendwas einstelle. Okay, ich wollte doch nur mal kurz ein bisschen gucken. Und ich hab Glück, ne, ich wollte da schon was anderes durchhalten durch das Loch. Was bin ich froh, dass ich da das vorher getestet habe mit meinem Gesicht. Wenn die halt zu nah kommen. Genau, jetzt. Jetzt, da muss ich ab. Das muss ich noch merken, wann die anfangen mit ihrem eisigen Atem. Als wären sie in der Mentos-Werbung. Ah,
Ach, shit. Okay, ja. Du kriegst jetzt einen normalen Schlag. Und ich ein bisschen Energie. Jetzt kommt wieder das. Schade, ich hätte gern mal ein normales Duell mit dir gehabt. Also ein Magier-Duell kannst du halt haben. Ne? Okay. Selbst im Tode bist du mir noch ebenbürtig. Oh Mann, Simon, achte doch bitte auf deine Magie. Das ist, weil die Scheiße so viel abnimmt. Das zieht ganz schön weg, was ich da mache. Deswegen macht es lieber nicht zu Hause. Ihr habt gar nicht genug Mana dafür. Ihr habt nicht genug gefarmt. Ihr habt nicht so ein langweiliges Leben wie ich, dass ihr in eurer Freizeit wirklich farmen wollt. Haha! Naja, nicht ganz. Aber es war schon nah dran an cool. Das haben sich meine Eltern wahrscheinlich auch gedacht. Naja, nah dran an cool. Reicht. Jetzt haben wir aber hier mal wirklich gezeigt, dass wir das mit uns zu rechnen ist. Finde ich. Jetzt sind wir wieder hier. Ich verstehe nicht, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Nämlich in den Norden. Deswegen lande ich komischerweise immer wieder hier. Ich gucke mir das mal genau an. Also eigentlich bin ich hier schon mal falsch, nehme ich an. Hier waren die Ruinen. Hier sieht es aber auch so aus, als wäre hier einfach ein... Als würde man hier nicht weiterkommen. Vielleicht muss ich hier nochmal gucken. Na, nicht ganz. Ich wollte ihn umhauen. Der Tod eines Adlers würdig. Beim Fliegen von einem Typen mit einem Riesenschwert auf einem Pferd den Kopf eingeschlagen. Kann man hier am Rand vielleicht lang? Also kann man ja immer irgendwie. Feuerblüte ist sicherlich auch irgendein rares Item. Kann ich mir gut vorstellen. So, der Typ steht da unten. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass man hier irgendwo weiter... Obwohl da vielleicht, ja. Okay, ich würde behaupten, dass man hier weiterkommt. Rette doch dein Leben. Du hast null Energie. Denk an deine Küken. Heißt das, lieber Chat, dass ich hier eine Festung, also vorne die, hier diese, ne, ist da nicht eine? Ja genau, die Ruinen. Dass man die Ruinen vielleicht bei Nacht, oder heißt es, dass man hier rüberkommt an die Ecke, wo ich auch will, über dieses Massiv drüber und das vielleicht nur nachts. Na, vielleicht reite ich erst noch mal hier weiter. Aber in Elden Ring ist ja auch immer die Umgebung ein Teil des Rätsels, wenn es eines gibt. Zumindest die Zeiten sind hier nicht unwichtig. Oh. Echt, das Ding zieht mir so viel ab? Okay, ich treffe ihn halt so einfach nicht. Ich kann aber gerade auch nicht ab vom Pferd, weil immer irgendwas im Weg ist. nicht von dir. Nicht von dir, scheiß Adler. Ich lass dich ja in Frieden. Ich möchte aber nicht von dir sterben. Die Demütigung will ich nicht. Das Ding ist einfach voll lahm. Und damit meine ich nicht ihn. Alter, Energie. Okay, ich muss mal wieder die magische Furche rausholen. Das war hier gerade wirklich die 2022er Version von Alfred Hitchcocks Die Vögel. Hey, die Vögel. Komm, der Simon kann schon mal Porno. Morgen. Kommt morgen.
Ich muss ihn noch drehen, er kommt morgen. So, wo sind wir? Es gibt hier nichts. Wir kommen hier nicht hoch. Obwohl. Ja, wahrscheinlich doch, ne? Wahrscheinlich muss man da wirklich am Rand einfach entlang. Oh ja, man kommt doch durch. Das ist aber, guckt euch mal die Topografie an. Das sieht überhaupt nicht so aus, als ob das gehen würde. So, jetzt gehe ich aber erstmal ganz hoch auf das Gebäude. Oh, ich will da ran. Ich wollte gerade meinen Pfeil rausholen. Aber ist das Ding überhaupt wichtig? Gibt mir das nicht einfach nur... Ich kann es eh nicht kriegen, selbst wenn ich es abhaue. Nee, das ist so ein typischer Troll. Wie dieses eine Item hinter dem... In dem Innern vom Zelt ganz hinten, wo man auch nicht hinlaufen kann einfach. Das sind Trollereien. Vielleicht auch nicht, aber... Das ist auch wieder irgendeine schöne Geschichte, ne? Warum liegt da jemand im Schnee? Was sind hier diese... Ah nee, die sind von mir die Fußstapfen, oder? So, ich würde gerne verstehen, was hier passiert ist. Aber dafür gibt es einfach zu wenig Indizien. Der wollte wahrscheinlich auch das Ding haben. Ne, sind meine Fußstapfen, okay. Fall gelöst. Ach, man kann es also abwerfen. Ja, ich wollte eigentlich gerade mit einem Pfeil... Komm, das machen wir halt auch mal. Warum nicht? Ich glaube, ich habe alle Pfeile aber auch... Moment, ne, Pfeile glaube ich... Doch, habe noch ein paar. Aber es sind schon teurere, die man eigentlich für so eine Spielerei gar nicht benutzen sollte, glaube ich. Ja, und jetzt? Jetzt musst du ja eigentlich immer noch hinterher, ne? Ah, okay. Naja, das war jetzt unspektakulär. Aber wir sollten vielleicht lieber wieder zurück zu unseren Standardwaffen. Die sind ja jetzt überhaupt nicht stark, aber das sind ja auch keine richtigen Bossgegner. Also ich meine, das sind ja nicht mal Standardgegner, oder? Die, das sind so das Äquivalent zu den Betenden. Aber ich habe Angst, dass die sich zu irgendwas Krasserem entwickeln, sobald hier irgendwie ich den großen Dödel da hinten angreife. Deswegen einmal zumindest werde ich sie noch alle hier erledigen, solange ich eine Chance habe. Ja, ne, das ist nämlich immer so. Die haben dann vielleicht doch diesen einen Schlag, der nervt. Das ist die eine Sache, die ihnen beigebracht wurde. Und jetzt? Ha! Da wollte er 126 Stunden nachdrehen und hat nur... waren am Ende nur Sekunden. Ne, heißt es 146? Oh Mann, das ist so dumm, ne? Willst du einen Witz machen, kennst den Titel nicht. Naja. Ihr schafft das schon. Ihr könnt zwischen den Zeilen lesen. Mit dir mal ein Bier trinken wäre ein Traum. Dazu kann ich nur sagen, mich haben sehr häufig schon Leute irgendwo, gerade als ich komischerweise, ist wie wenn man Single ist, findet man keine Frauen. Und wenn man dann eine Frau hat, quatschen einen ständig Frauen an oder so, ne? Also nicht, dass das bei mir so passiert. Ich sage nur, das ist ja so das Meme. Und in dem Fall, als ich nicht getrunken habe für 3 Jahre, haben mich so viele Leute irgendwie gefühlt immer angequatscht und mir teilweise ein Bier gekauft und so. Und die haben dann nie verstanden, dass ich halt nichts trinke in dem Moment. Ach komm, ein Bier. Nee, Digga, er hat kein Bier. Aber jetzt aktuell trinke ich ja ab und zu mal wieder was. Also würde ich durchaus bei einem Bier auch nicht Nein sagen. Jetzt, aber dafür gehe ich nicht mehr weg. Also du müsstest schon zufällig bei mir zu Hause auf der Couch sein. Da habe ich aber auch kein Bier. Ha, wenn, dann müsstest du hier beim Stream sein. Ich mag die Peitsche. Ich habe, glaube ich, die Peitsche selten in Aktion gesehen. Und ich habe mich immer gefragt, da man die ja auch benutzen kann, wie das genau funktioniert, wenn man die benutzt. Es ist nicht wirklich eine Peitsche, aber sie hat einen sehr schönen Schwungweg. Also da kann man, glaube ich, so richtig gut alles mit treffen in einem Schlag, wenn man den lang genug macht. Und die Reichweite ist natürlich überragend.
Was mich hier irritiert, immer noch. Ich habe doch das Schild benutzt. Habe ich das Schild benutzt oder habe ich L2 gedrückt? Auf jeden Fall dachte ich, ich hätte gerade geschildert. Und ich habe so viel verloren. Aber das Schild hat auch einen relativ guten Feuerschaden. Feuerschild. Also, ich verstehe genau hier jetzt. Okay, dann... Ja, okay, klar. Beim Rückziehen hatte ich kein Schild mehr. Also, das Hinziehen blockt. Okay. Und beim Rückziehen muss ich halt auch nur geblockt bleiben. Also, ich versuche das gerade zu analysieren. Ich will wissen, wie der tickt, ne? Nur damit ihr euch nicht wundert. Einmal, zweimal und noch ein dritter? Ja. So, zurückziehen. Okay, einmal und dann muss man schon... Krass, okay. Das sind harte Gegner, die hier kommen, zum Großteil. Ja, oh, das wollte ich doch gar nicht. Nein! Einmal den falschen Button gedrückt! Das war jetzt wirklich nur dumm von mir, tut mir leid. Ich wollte natürlich meine magische Furche machen. 154.000, naja, komm, holen wir wieder. Und, ja, und so Fehler, so dumme, vor allen Dingen so dumme Fingerfehler, wie sie mir ständig passieren, die sind dann der Tod. Direkt der Tod. Hier hast du keine, hier wird nicht noch, das ist kein zweiten Versuch. Ja, aber ist doch alles geil, liegt doch alles da, ist doch direkt vor der Marika-Statue. Die wissen schon, was sie gemacht haben. So, und jetzt machen wir es mal völlig anders. Was? Ah, so. Hier wird jetzt nicht lang rumgemacht. Nein, nein, Oleg. Du nimmst den großen Zirr hier, den Typ mit dem Fondue-Kopf. Das ist deiner, der Fondue-Mann. Nicht die Lappendudel, die Kellner. Die kann ich auch selbst machen. Liebe Kellner. Mir ist gerade kein anderes Wort eingefallen. Ich meine es nicht despektierlich. Ich dachte, weil er so aussieht wie so ein großer Chefkoch oder der Besitzer und dann sind die anderen die Kleinen, die Kellner, ne? So wie damals Joschka Fischer, als er an der Macht war. Kennt auch wieder keiner. Heute ist alles komisch. Irgendwelche Bezüge, die keiner kennt. Und der Oleg hilft auch nicht. Na, er war, Joschka Fischer war natürlich an der Macht. Als zweiter Mann neben Gasgärt. Und da hieß es doch, er ist der Kellner, einer muss der Koch sein, einer der Kellner. Fand er nicht lustig, fanden sie nicht lustig, die Grünen. Der lustige Gasgärt. Hey! Ne, Oleg, ein Schlag bei mir. Du hast zwei Schwerter, was sagt das über dich? Nein, Oleg, alles cool, du bist ein Guter. Ich mag dich. Du bist wirklich du bist der Einzige, mit dem ich alles durchgestanden habe. Ich mag ihn sehr. Ich mag ihn wirklich sehr. Wenn ich Olegs Rüstung anziehe, ist es ja eigentlich, als würde ich einen Mimikgeist benutzen, oder? Das und andere Sätze, die meine Mutter nie verstehen würde. Ey, Simon, was ist eigentlich mit dem Molten Manor Cartoon? Ich kann dir sagen, dass ganz sicher irgendwann einer kommt. Aber das ist ein Langzeitprojekt und auch ein Liebhaberprojekt von Leuten, die, seien wir mal ehrlich, sehr, sehr wenig bis gar kein Geld dafür bekommen. Und die das einfach nur machen, weil sie halt wirklich Bock haben. Und das vor allen Dingen auch von sich aus machen wollen. Und da, deswegen von mir nur aller krassesten Respekt. Und wenn es dann kommt, ist es halt irgendwann vielleicht auch auf irgendeiner Plattform und verfügbar. Aber sowas dauert Jahre und ich... bin nur dankbar, dass das jetzt schon seit Jahren behandelt wird, weil genau das braucht man. Einen langen Atem. Ich frage mich nur, kommt vorher das Molten Manor Spiel, von dem Hauke auch gerne häufiger schon mal erzählt hat, oder kommt der Cartoon zuerst? Heilig Fett, Feuerblüte, Regenbogenstein. Und dafür ein 6 Meter Pfeil riskieren. Meh. Würde ich nicht machen. Mit diesen Säulen hier kriegt es wirklich den ultimativen Shadow of the Colossus Vibe. Und dann ist es ja hier auch sehr passend, denn es ist ja das Land der Riesen.
Rabatte. Hier im Land der Riesenrabatte bekommen Sie einen riesen Feuerriesen. Schon nur für einen Riesen, anstatt wie sonst für zwei Riesen. Im Riesenland kriegen Sie die Riesenrabatte auf Riesen. Kaufen Sie Riesen. Nicht verwandt oder verstärkt mit Stork Schokoladenriesen. Mann, ey. Jetzt vom Timing, ein Stich ins Herz wäre genau das gewesen. Ja, vielen Dank, From Software, dass ihr mir diese geile Geschichte hier jetzt zunichte macht. Das kann man jetzt nicht klippen, ohne so einen geilen Schluss am Ende. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal Stor. Jetzt will ich den ganzen Werbespot sehen. Das ist sehr gut mit Saldon 83, deine Idee. Jetzt will ich den ganzen Stork-Schokoladen-Riesen-Spot sehen. Nur halt mit so einem im Land der Riesen. Der ist ein Riesenverkäufer und verkauft vielleicht kleine Riesen. Und den gab immer so einen kleinen Riesen. Hat er schon immer zuerst bekommen. Stork-Schokoladen-Riesen, bitte, Frau Lange. So, ich höre jetzt auf. Aber das ist mein Gehirn. Ihr dürft teilnehmen. Ihr dürft reingucken, ihr dürft es aber nicht bewerten. Das darf nur ich. Das ist mein Verstand. Warum, ihr seht das auch, warum passiert das da? Sollte ich einfach warten, bis einer stirbt? Mein Gott, der rote Balken wird immer kleiner. Der vordere und der hintere, es kommen zwei weitere dazu. Der 30er wird zum 90er, der 30er wird zum 30er und 60er und 90er. Und jetzt stirbt der erste, oder? Kriegt mein Kollege, mein Charakter, Mike Krieger, die Punkte. Ja, er kriegt sie, die Seelen. Her damit. Nehme ich gerne. Durch die Wand leveln nennt man das. Ein Achter. Den hatte ich. Ich glaube, ich habe ihn kein einziges Mal. Wenn ich ihn habe, dann habe ich ihn nur einmal und jetzt zweimal. Das finde ich sehr schön. Das ist wirklich eine sehr wertvolle Geschichte hier. Ich muss auch sagen, mir gefällt der Loot. Da kann man ja mal über was ganz anderes reden. Mir gefällt die Verteilung des Lootes sehr, sehr gut. Es ist nicht, es ist wirklich, das ist ja eine Kunst. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Ich habe ja früher auch mal Diablo und sowas gespielt, nicht wirklich gemocht leider, aber immer wieder versucht und mir ist es zu, ich werde erschlagen von diesen ganzen Sachen, diesen Rüstungen, alles, die man ausrüsten kann. Es gibt Spiele, da finde ich es okay, also Nioh zum Beispiel, da haben wir gerade vor kurzem jetzt Final Fantasy Stranger on Paradise oder so gespielt und da ist es ja auch, ist ja von den Nioh-Machern. Und spielt sich auch ein bisschen mit Nioh. Und da gibt es halt auch, weil es das eben in Nioh auch gibt, ganz viele Waffen. Und da merke ich schon, okay, Alter, ich habe jetzt irgendwie, ich bin drei Räume gelaufen und ich habe 25 unterschiedliche Rüstungsteile und vier Schwerter und 12 Bananen. Und dann habe ich hier so einen Helferaffen mit einem Schraubenschlüssel und der baut mir einen Panzer. Also, ne, jetzt habe ich irgendwann, ihr könnt ja selbst im Spiel rauskriegen, wo ich euch jetzt hier belogen habe. Aber es ist geil, aber es ist halt auch so, es strengt einen auch so ein bisschen an. Und hier ist das alles immer irgendwie eine homogene, genau wie eine Rezeptur, wo du von Mutter was geschickt kriegst und es ist drin und du denkst dir, oh, es schmeckt wie bei Muttern, weil es von Muttern ist. Okay, endlich mal wieder ein Stufenaufstieg, dass wir das hier nochmal sehen. Ja, dann gehen wir so, ja. Wobei, wir hatten gesagt, wir packen es erstmal alles in Kraft. Damit wir da 50 haben. Andererseits, hier habe ich ja schon Softcap. Hier habe ich einen Hardcap, glaube ich schon. Oder es zumindest müsste es langsam eins sein. Hier habe ich, glaube ich, noch Softcap. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber hier habe ich auf jeden Fall noch alles frei. So, okay. Aber dafür hast du Ecken, die gefährlich sind und der Loot eher mau ist. Ja, das stimmt, Professor Bumsus. Aber das ist ja gerade, das, gut. Elden Ring und From kann sich immer rausreden mit, ja, wir haben das aber genauso beabsichtigt. Und das ist, irgendwie stimmt's auch, weil genau diese Ambivalenz, diese Unsicherheit, wir hatten das vor kurzem, haben wir hier irgendwas Krasses gemacht und die Belohnung war absolut lächerlich. Und woanders
ist es genau umgekehrt. Dann liegt einfach was Krasses irgendwo einfach nur im Level rum. Und genau das, oder dann ist ein krasser Gegner direkt neben einem schwachen Miniboss. Und man kann sich nie sicher fühlen. Man weiß nie, was will das Spiel, wo muss ich... Man kann sich nie so eingewöhnen. In positiv, ich meine das positiv. Man kann sich nie zu sicher fühlen. So. Also ich finde das auf jeden Fall lobenswert. Und wir haben ja schon alles andere gelobt. Uns geht ja langsam das Lobmaterial aus. Das finde ich super, dass hier so viele von denen sind. Ich wünschte, ich hätte jetzt schon meine Magie. Dann könnte ich hier, glaube ich, nochmal mehr geilen Shit machen im Land der Riesen. Wir können mal ein Vote machen. Das machen wir. Wir fangen jetzt mal an mit den Testvotes, ob ich meine Skillung ändern soll. Ob ich mal meine Klasse ändern soll zu einem, der die krassen 50 Magiesprüche beherrscht. Weil wir haben jetzt lange gekloppt, oder? Ich würde sagen, wir haben 30 Stunden oder so gekloppt. Jetzt haben wir noch eine Menge offen, was den Magiepfad angeht. Ich biete es nur an. Also wir können das auch noch rausschieben. Wir können es ja jederzeit machen. Aber es wäre auch jetzt möglich. Ich habe noch 3 mindestens von den Verwandlungen übrig. Also ich kriege ja auch noch welche. Also wenn vielleicht im Chat jemand Bock hat, ein Vote zu machen, würde ich das auf jeden Fall mich danach richten. All die hier kriege ich dann, glaube ich, damit auch schneller klein. Ich nehme an, im Land der Riesen ist nicht nur er. Sonst wäre es ja im Land der Riese. Planet der Affe. Ergibt jetzt gar keinen Sinn, es sei denn, ihr kennt Kino Plus von vor 2 Jahren. Danke, Rayville unterstrich live. Du bist seit 4 Monaten dabei. Und hast auch mir jetzt wieder dein Prime-Abo, was doch so kostbar ist und dich nichts kostet. Beides kann zusammen existieren. Es kostet nichts, es ist kostbar. Ihr kriegt es bei einem Amazon Prime-Abo und ihr gebt es möglicherweise in einem schwachen Moment, in dem euer Gehirn nicht ganz funktioniert, an mich. In dem Moment, in dem von eurem Herzen das Blut vom Gehirn weggezogen wird. In dem Moment, also und ins Herz rein, weil ihr mehr fühlt. In dem Moment gebt ihr mir euer Sabowski. Mehr Infos auf prime.com/Sabowski/mon_official. So. Alter. Das Teleskop gucke ich mir natürlich mal an. Das ist ja klar. Das kann man sich hier nicht entgehen lassen. Und wieder habe ich echt Probleme. Ach, hier ist die Brücke. Ich wollte gerade sagen, wieder habe ich Probleme zu erkennen, wo ich hier bin. Wo ist denn hier die Brücke? Ja, du stehst halt einfach direkt davor, du Lücke. Okay, ich kann aber hier auf der Seite wieder hochkommen, glaube ich. Das waren die Dudes. Das gucke ich mir eine Weile an. Da können wir mal eine Wette machen. Vielleicht kriegt ihr schnell eine Wette hin. Wer gewinnt? Die Coilies oder die Coronas? Coily oder Corona? Coily oder Corona? Ihr könnt jetzt wetten, denke ich. Danke auch Full Metal Drawing. Das sieht aus, als hättest du einen interessanten Kanal. Full Metal Drawing. Außerdem Smonjour und Subbing for Emotes. Du weißt ganz genau, was Sache ist. Ich glaube sogar, du hast hier extra nur... Ja, jetzt könnt ihr. Coily oder Corona. Wer gewinnt? Im Moment sieht es so aus, als ob Coily... Nee, Corona zu zweit gegen einen. Oh, da ist ein Coily, fällt um. Nee, ein Coily hat nur noch ganz wenig Energie. Aber die zwei... Oh, da ist ein Corona down. Kommt jetzt der Finisher. Ja, Coily haut Corona um. Und damit ist einer. Und das könnte schon die Entscheidung sein. Oh nein, jetzt geht doch der Coily hinüber. Guckt euch das an. 2 Corona gegen einen Coily. Coily kann überhaupt nichts mehr machen. Er hat gar keine Chance. Er weiß, wie das ist. Ich kenne das auch. Und Corona hat gewonnen, meine Freunde. Also, ja, Corona hat gewonnen, meine Freunde. Corona hat gewonnen. Corona hat gewonnen, oder? Corona hat gewonnen. Wir alle haben verloren. Corona hat gewonnen. Es ist ja wirklich so. Okay. Schnell, bevor ich geflaggt werde und gecancelt, lassen wir das Thema. Hütte des Erhabenen.
Oh, da ist die Wandjungfernrobe, Handschuhe, Stiefel. Das sieht mir offen gesagt nicht warm genug aus. Auf der anderen Seite kann ich übrigens auch hoch. Und ich überlege, ob ich das vielleicht mal soll. Oder soll ich erst hier hoch? Also, ich erkläre es mal. Hier kann man hin. Hier geht es wahrscheinlich gleich weiter. Aber hier war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Ich bin ja nur unten lang geritten, wenn ich mich nicht täusche. Und hier kann ich jetzt hoch. Dann gehen wir da einfach erstmal hoch. Wir müssen einmal erstmal die Gehung sondieren, Umgebung sondieren. Und offenbar waren hier auch einige Kämpfe, oder? Das sind ja durchaus Überreste von sehr interessanten Kämpfen, die hier passiert sind. Okay, und ein weiter bitte noch. Simon, guckst du nachher die State... Ach, das war der Titel, genau. Guckst du nachher die State of Play zu Hogwarts Legacy? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ob der Ede sie auch guckt. Dann könnten wir zusammen streamen, so wie ich es mit Nils gemacht habe. Weil der Ede ja jetzt ein zertifizierter Hogwarts-Experte ist. Und das wäre schon lustig, mit ihm im Discord mir zusammen die State of Play angucken. Das würde ich machen. Ansonsten mache ich es auch alleine. Okay, jetzt sind wir hier bei den Ruinen. Gibt es denn irgendwie Erklärungen, die man in einem Satz im Chat schreiben könnte, ohne zu spoilern, warum es hier diese Echo-Welt gibt? Also warum diese Geister, Vögel, warum auch diese Bäume, diese halbdurchsichtigen Bäume, nicht nur die, sondern auch dieser goldene, wobei der ja auch nicht so ganz undurchsichtig ist, der ist ja auch irgendwie, hat er ja auch feste Elemente, also ich raffe die Lore nicht. Ich würde sie gerne verstehen, ich habe das Gefühl, sie geht an mir vorbei. Ich frage mich echt auch immer mehr, ob irgendwas hier davon mit George R. R. Martin zu tun hat. Oh nein. Okay, das war reines Glück gerade. Ich will wieder hoch. Der wilde Ritt ist noch nicht vorbei. Weil es, das ist ja wirklich 100% FromSoft. Nichts davon hätte es jetzt für, sag ich mal, George R. R. Martin gebraucht, finde ich. Ich bin mir sicher, dass das alles kein Quatsch ist, sondern irgendwo auch einen Zusammenhang hat, dass die wirklich zusammengearbeitet haben und so. Aber ich glaube, es war eigentlich unnötig, würde ich jetzt fast behaupten. Ja, pures Marketing, soweit möchte ich fast nicht gehen, obwohl ich es natürlich... Lass mal zuhören! Mann! Redet da die Qualle? Oh, der Baum ist, glaube ich, vom Silmarillion inspiriert. Ja, das habe ich leider nicht gesehen, aber das passt ja gut. Das passt irgendwie auch zu Avatar. Also da, diese Idee ist sicherlich sehr alt schon. Da würde das Silmarillion natürlich gut reinpassen. Ja, Leute, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe Angst. Okay, ich muss hier irgendwie dieses Rätsel lösen. Wartet mal kurz, sagt mir nicht die Lösung. Aber kann ich die Qualle da töten? Ich muss die Qualle töten, wenn ich jetzt hier kämpfe. Es geht um die Qualle, oder? Nein, dann will ich die ja nicht töten. Mann, was mache ich jetzt? Okay, ich muss woanders hin. Und dann komme ich hier nochmal zurück, sobald ich Man-Bat abgeschüttelt habe. Ja, kann ich jetzt endlich... Nein! Das ist ja wie eine Talkshow mit erschwerten Bedingungen. Ich will doch einfach nur mit dieser Qualle reden, die da einsam von ihrer Schwester erzählt. Hast du keine Schwester? Okay. So, Schwert weg. Nur zur Sicherheit. Okay, die Qualle ist nicht böse. Wenn wir 14 sind, sehen wir uns die Sterne an. Wenn wir 14, muss ich 14, ich brauche 14 Quallen. Oder?
Ich muss 14 Quallen anbieten. Hier hast du schon mal eine. Verliere ich jetzt meinen Geist? Ich verliere meinen Geist! Ich habe meinen Geist verloren! Quali! Es ist wirklich schlimm. Quali war noch gar nicht... Sie war gerade aufgelevelt. Quali war gerade aufgelevelt. Jetzt bin ich ganz alleine mit der Pirouette und meiner dämlichen Lampe. Ich behalte sie. Okay, das ist schön. Dass Quali ab und zu zum Besuch kommt und meckert und Ärger macht, das finde ich gut. Ich gucke gerade, nur ganz kurz, dann ist das Thema für mich auch abgeschlossen, aber ich gucke gerade seit einer Stunde oder so immer wieder mal auf mein OBS, Twitch, den Stream Manager, wenn ihr den nicht kennt, ist egal, aber das ist quasi das Bild, da sehe ich die Leute, Chat, alle möglichen Kram und eben auch, wo ich Werbung schalten kann, wann ich Werbung schalten kann, also quasi Buttons dafür, und die sind jetzt auch schon seit Ewigkeiten sind die ausgeblendet, und die sind immer ausgeblendet, wenn gerade Werbung geschaltet wird. Irgendwas ist da bei Twitch, irgendwas ist da wirklich gerade anders als sonst, weil, wie gesagt, ihr werdet ab und zu mit Werbung zugeballert, was hier bei so einem Spiel einfach mega nervt. Ich werde es beim nächsten Mal versuchen, mir erstmal nochmal anzugucken, in den Einstellungen, bevor ich nächstes Mal live gehe. So soll es natürlich nicht sein. Okay, ich habe eine weitere Klinge gefunden, oder war das ein Stock, ein Zauberstock? Nee, kein Zauberstab, glaube ich, sondern eine Klinge. Moment. War das so? War das wirklich so? Da habe ich auch schon wieder so viele Sachen. Eleonoras Stangenwaffe, okay. Gargoyle Doppelschwarzklinge. Die finde ich gar nicht so uninteressant irgendwie. Ich weiß gerade nicht genau, aber kann ich wahrscheinlich auch nicht benutzen, wie man sieht, nicht genug glauben, weil die eben auch heil... Da, oder so einer war das. Hier so eine Pike. Talisman war es, okay. Talisman. Ja, habe ich natürlich hier, weiß ich, aber ich dachte mal, guckst du nochmal, welche Waffen du hast da. Zauberer verbrauchen weniger FP. Das ist ja fantastisch. Das kann ich immer gebrauchen. Also wenn ich alle meine Zauberer-Talismänner zusammenpacke, bin ich wirklich stark. Ich bin nur im Moment noch kein Zauberer, okay. Jetzt seht ihr auch, wie die Werte runtergegangen sind, weil dieser eine Talisman für mich sehr, sehr wichtig war. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt könnten wir hier hin oder nach oben. Ich würde aber... Der Baum sieht schon wieder... Der ist bestimmt wieder so ein Baumwächter, oder? Wir gehen dem Baumwächter nach. Okay. Gehe ich lieber erstmal unten lang. Das war so interessant gerade hier. Zwei Gräber. Okay, das ist auch irgendeine Geschichte wieder. Würde ich gerne verstehen. Oh oh. Ja, irgendwie eine falsche Ecke. Da vorne muss man, glaube ich, auch nochmal lang gucken. Aber eigentlich wollte ich ja über die Brücke, ne? Ich wollte ja eigentlich... So. Da wollte ich hin, ja. Aha, seht ihr? Da ist doch irgendwas versteckt. Na, vielleicht auch nicht.
Das ist aber, oh, erstmal ist ein geiler Riese, aber die sind alle tot, glaube ich. Dieser Eiszapfen macht mich ganz horny. Ich habe als Kind Eiszapfen sowas von geliebt. Ich bin, bis ich irgendwie 11, 12 war und das irgendwann dumm wurde, bin ich auf dem Dorf ständig immer überall. Ich kannte schon meine Orte, wo geile Eiszapfen wachsen. Sowas wie, ja, so, ihr kennt das, ne? Löcher in irgendeinem, in einer Abflussrinne, wo sich das dann so langsam so runter und dann bildet sich so ein enormer, riesiger Eiszapfen. Den habe ich dann abgemacht. Einmal habe ich einen gefunden als Kind. Wirklich, mir ist fast der Atem stehen geblieben. Das war ein unfassbar langer, so ein Zapfen. Ich habe den mit nach Hause genommen, ins Eisfach gelegt, weil der so, ich wollte nicht, dass der kaputt geht. Der war einfach zu gut. Mein kindliches Herz konnte nicht begreifen, wie sowas normal wächst und nicht von anderen Leuten gepflückt wird. Es war so geil. Und es war wirklich auch heute noch ein beeindruckender Eiszapfen. Okay, hier kann ich jetzt runter. Das will ich aber nicht. Ich will ja erst hier über die Brücke. Moin, Herr Reinsch. Oder wie du heißt. Ja, uns geht's gut. Alles Knorke. Der wird ja nur gezaubert, oder? Hier steht doch irgendwo einer rum. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es einfach ein Gebiet, wo die... Nee, aber es ist eben nicht das Elden Ring. Und es gibt Gesetze in Elden Ring. Trotz allem, wenn so ein Vieh auftaucht, wird es beschworen. Also steht hier irgendwo auch ein Magier rum. Ich kenne meine Pappenheimer. Kenne meine Elden Rings. Vielleicht auch nicht. Ja, da unten ist Action, aber da will ich nicht hin. Noch nicht. Holla, der Waldschnee. Das ist, das sind viele. Da ist, glaube ich, gar kein Magier nötig. Allein diese ganzen, ich glaube, das ist wirklich die Erklärung. Allein die ganzen Gräber. Nee, siehst du da? Ich wusste es doch. I knew it. So we meet again. My old friend. Was ist los? Ja, ja, Wasser. Nein. Okay, es haut schon rein. Schnell mehr trinken. Ich habe aus irgendeinem Grund eine Fat Roll. Die will ich natürlich nicht haben und euch will ich nicht in der Nähe haben. Guckt euch das an. War das eine Schnecke mit einem Totenschädel? Oder eine Schlange mit einem Totenschädel-Tumor? Das sind die Alltagsfragen bei Elden Ring. Das ist so, das ist dieses Kleid blau oder rot. So, ihr kennt dieses Meme. Genau das ist es hier mit diesen komischen Schlangen. Nein, Schlangenschädel-Schnecken. Schade, hier hätte ich gerne mal gesehen, wie so eine Combo aussieht, wie so ein Finisher aussieht bei ihm. Helfens Spitzturm und die Todeswurzel. Aha, die Todeswurzel kann ich sehr gut gebrauchen. Da gibt es ja jemanden, der die immer gerne hat. Da guckt es euch an. Wie davor auch schon höhnisch die Gnade ist und auch noch ein Mausoleum herumtrampelt. Geil. Sowas will man doch. Schloss Frost. Da drin, ja, läuft hier so ein Tigerchen rum. Okay, kein Problem. Warum nicht? Toll. Atmo King 2022 Elden Ring. Ich frage mich, wie viele GOTY Awards es gewinnen wird. Ich würde sagen, ich glaube wirklich alle. Ich glaube, es gibt keinen einzigen GOTY Award,
den es dieses Jahr gibt, wo Elden Ring nicht erster Platz wird. Da würde ich 10 Euro drauf wetten. Außer beim Edgy Award. Natürlich, der Edgy Award, der sogenannte Edgy, da gewinnt alles von Ubisoft. Da kann ich hin. Ah, komm, wir schnuppern mal ein bisschen Atmo-Mon. Na toll, super. Jetzt kommt direkt ein Gegner. Alter, siehst du toll aus. Ich muss dich trotzdem töten. So, ihr könnt jetzt eine Wette machen, wenn ihr wollt. Dann können wir die Moneten mal unter die Leute bringen. First try, ja oder nein. Ich versuche nicht zu sterben, bis ihr die Möglichkeit hattet, abzustimmen. Ja, jetzt habt ihr natürlich schon so ein... Ja, aber ihr seht, wie stark er ist und wie stark ich bin. Also, ja, zu spät. So, jetzt könnt ihr nochmal neu eine Wette machen, die vielleicht für die ersten 5 Teile geht. Also haben wir jetzt noch 4. Auch sehr gute Frage, ne? Wer fährt ein Boot auf einem Berg? Das der Magier von vorhin. Mein erster Gedanke war, naja, Finn Kliman würde ich zutrauen. Einfach nur, weil er wissen will, was dann passiert. Wie kriegen wir das hin? Und natürlich Kinski. Hier, Fitzgeraldo oder nee, wie hieß das Ding? Mann, Simon. Konzentration! Warum überhaupt habe ich eine Fatroll? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich kann doch nur stehend meinen Superschlag machen. Das müsst ihr doch verstehen. Okay, ich muss kurz mal... Ich muss leider noch mal... Das zählt nicht, weil ich ja nicht tot bin. Ich muss noch mal zurück von ihm und muss meinen ganzen Kram in Ordnung bringen. Gut, er kommt auch nicht hinterher. Okay. Echt? Fatroll? Große Last? Was habe ich denn gemacht? Ach, nee. Habe ich doch. Das gibt's doch nicht. Warum ist meine Last plötzlich so groß? Ich habe doch sogar gegen was weniger Starkes gewechselt. Was denn jetzt schon wieder? Er hat mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich gefunden. 21. Oh, wie gerne hätte ich diese Rüstung. Das würde ich gerne haben, da ich die tragen kann. Ja, es geht einfach nicht, ne? Irgendwas ist hier passiert. Aber ich hab doch noch den hier, das Ausrüstungsgewicht. Ich will es gerade nicht verstehen. Vielleicht, ja, vielleicht das. Das könnte es sein. Warte mal, die Werte wurden ja durch den Helm auch erhöht. Vielleicht war das das Problem. Auch nicht. Gut, nehmen wir das. Aber ihr seht schon, irgendwas habe ich gerade krass gemacht. Der Talisman, der alle Werte verbesserte. Das war's. Dieses Drecksding war's am Ende. Ja, okay, verstehe ich. Ja, dann müssen wir das doch nochmal austauschen. Das merken wir uns aber. Okay, so. Jetzt können wir den ganzen Kram wieder tragen. Ich brauche mehr Ausrüstungslast. Ich muss mehr tragen können. Hm, nehmen wir halt das Rote. So, jetzt können wir hier alles wieder ändern. Ronin. Ich würde eigentlich gerne Kniehose des Exzentrikers nehmen. Ja, warum auch nicht? Komm, Fashion Souls. Exzentriker, ja, ist ja wirklich so. Guck mal, wie ich aussehe. Das ist ja ein richtiges Programm. Da passt alles. Da passen hier das eine Bein, passt zumindest zur Mütze. Der Rest zum Schal hinten hier. Ne, ihr wisst schon. So, ich will den Boss haben.
Also gehen wir da nochmal hin. Danke, Halodri90. Wird sehr geschätzt von mir, dass du dich entschieden hast, mir ein Abo anzuvertrauen. Dabei hast du doch wahrscheinlich nur eins. Ja, ich rolle ja auch rein, ne? Ist natürlich doof. So, jetzt aber. Ich will einmal nur heilen. Und dann werde ich ihn killen. Oh, da kommt irgendwas Krasses, oder? Nee, es war ein Schrei. Leider in die falsche Richtung. Schnell, komm, mach ihn. Ja! Wie selten hat das geklappt? Alter, den ganzen Schädel eingeschlagen. Ja, okay. Ja, ich muss vielleicht vorher meine Dinger ein bisschen tauschen, aber das weiß ich gerade nicht. Doch, ich gehe mal hier hin, weil, das ist gar nicht so dumm, weil ich sonst vergessen habe, wo das genau war und ich will da ja nochmal hin jetzt. Das war der zweite Try. Hier war der, ne? Okay, gut. Hier war er und wir gehen kurz nochmal. Oh, ist das weit weg. Ich dachte, da drüben? Nein. Habe ich hier gar nichts gefunden oder was? Ach, da vorne. Hier ist nämlich einer, ne? Ja, ja, hier ist einer. Scheiße. Na komm, dann machen wir es so. Na, ich wollte nochmal meine ganzen Getränke umstellen. Meine Getränkeliste umbauen. So, das ist jetzt der. Ja, okay, linksrum vorbei, hat nicht geklappt. So, und jetzt weg. Zack. Dann einmal. Ah, okay, es kommt ein zweiter. Und natürlich auch noch ein dritter und ein vierter. Und Magie. Und dann fängt die Scheiße wieder von vorne an, oder was? Krass. Okay, das war der dritte. Shit. Ah, geil, ne? Wie der auch noch so ins Bild reinkommt. Der Rabenwurm. Ja, so, wir gehen jetzt mal rüber und klären unseren Kram nochmal. Wobei, doch. Ich muss nochmal gucken, was ich hier habe, was ich hier anders machen kann. Die Flaschen nämlich zum Beispiel. Eigentlich sollte ich das machen, ne? Einfach nur hin, Energie tanken die ganze Zeit. Na, ich gebe mal. Ne, Moment, einen gebe ich noch. Na, warum nicht? Ich bin jetzt einfach ein Hauer, kein Schlauer. Hier muss ich. Wo muss ich lang? Einmal hier. Echt, muss ich da wirklich. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das so. Na gut, egal. Da wollte ich ja eigentlich hin. Na gut, dann reiten wir erstmal einmal durch. Halten uns links. Und vor allen Dingen lassen uns auf keine Kämpfe ein. Wir haben zu viele Seelen da hinten liegen gelassen. Vielleicht sollte ich das kleine Feuer vor dem Schloss vorher nochmal holen. Ach, das war einer von diesen Deathbirds, ne? Da haben wir nämlich schon mehrfach drüber gesprochen, als ich mir meine Magierrüstung zusammengesucht habe. Da gab es nämlich einen Deathbird, den ich wohl gesucht habe, der sollte irgendwas haben. Ich habe ihn letztendlich nie gefunden. Okay. Und ja, hier rechts kann ich, glaube ich, weiter. Und deswegen habe ich den total vergessen. Und jetzt gerade erinnere ich mich wieder, wie die aussehen. Keine Schönheiten. Would not recommend. Da würde ich nach links swipen. Oder Moment, ich kenne Tinder nicht. Ist rechts schlecht? Was ist schlecht? Ich würde sie auf jeden Fall nicht anschreiben. Okay, so. Wo geht's
Wieder hoch, da geradeaus und dann über die, über diesen anderen. Okay, es ist wirklich ein langer Weg. Ja, was könnte man bei diesem Vogel machen? Also ich könnte auf jeden Fall jetzt mal langsam umskillen. Ich wollte es ja eigentlich erstmal euch entscheiden lassen. Ihr könnt ja mal... Ja, wobei, doch, macht mal ein Vote. Oder habt ihr schon ein Vote gemacht? Nein, macht mal bitte, wenn es geht, ein Vote. Ob ich umskillen soll oder nicht. Also sowas wie... Ja, also entweder umskillen, ja oder nein. Oder eben Magier-Krieger. Und dann kann man da einfach links oder rechts oder ne, wählen. So, ich aktiviere kurz die Marika. Was denn da eigentlich noch da? Ein Riesengrabstein, die das bekannte Mausoleum. Okay, also ich versuche jetzt noch mal eine Weile den Kampf. Wir haben ja im Moment den einen Vote. Vielleicht geht kein zweiter. Shit! Oh nein, nicht das Pferd. Nicht jetzt. Es tut mir ja leid für eure Kanalpunkte, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Jetzt werde ich gleich nochmal nur ohne Pferd und alles versuchen, weil dieses am Boden liegen ist ja auch wirklich eine dumme Position, ne? Das Schwert macht Spaß. Aber ich habe so viele andere Sachen noch. Mir macht auch die Magie, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich will ja auf jeden Fall nochmal Magie machen. Die Frage ist nur, mache ich es jetzt oder eben später? Und da geht's lang. Na, vielleicht sollte ich doch erstmal kurz noch meine Runen mitnehmen und dann absteigen. Ich glaube, das ist besser. Der geht aber auch direkt zur Sache. Okay, so. Nein, nicht! Simon, nah an ihn ran und jetzt heilen. Und nicht einhändig hauen. Was ist das denn? Aber nein! Bird Person! Aber was kann ich denn hier machen? Okay, das war's jetzt leider für euch mit dem Fünfer. Das war der fünfte, aber ich finde, am Ende hat man gesehen, dass das eigentlich ganz gut geht, oder? Aber den werde ich noch schnell machen. Lass uns den noch, es haben ja immerhin 80 Leute gesagt, umskillen. Ich habe immer noch hier eine ganz alte Liste mit der Ausrüstung, die ich mir zusammengesucht habe, die ich dann quasi einfach nochmal neu anlegen würde. Ich war ja, wie gesagt, schon mal Magier, ich war ja Battle Mage. Erst Battler, dann Mage, Battler, Mage, Battle Mage, ist klar, war ich alles. Okay. Und jetzt aber erst nochmal richtig konzentrieren und es einmal gut machen.
Das kann er auch. Okay, greifen. Ah, und picken. Die Vögel. Ach, komm. Der ist hart, ne? Der ist hart. Der ist wirklich ein harter Typ, ey. Danke, Bionic Wolf 1479. Du und Dunstglocke, ihr seid auch richtig harte Typen. Denen kann man nichts vormachen. Die abonnieren, da hast du noch nicht mal die Maus in der Hand. Habt ihr schon wieder Werbung? Ey, ich kann, ohne Scheiß, ich kann keine Werbung einstellen. Seit 3 Stunden kann ich den Button nicht drücken. Da wurde doch irgendwas geändert. Danke auch Katharina 661. Mich würde aber mal interessieren, Leute, also jetzt nicht nur von Hörensagen, sondern wer hat denn mal woanders geguckt und hat entweder also ähnliche Probleme oder eben keine Probleme? Beides fände ich interessant. Weil es kann ja auch an meinem Shit liegen, dann wurde da was eingestellt oder wurde was umgestellt und dann muss ich das halt jetzt nochmal neu mir beobachten, irgendwie angucken. Aber es ist ja schon ein bisschen komisch. Weil ich merke ja auch, dass hier bei mir was anders ist. Ich kann es plötzlich nicht mehr manuell einstellen. Danke, Formi. Ja, zumindest eine Sache scheint die Werbung eher zu bewirken. Aber ich glaube nicht, dass das im Sinne des Betrachters war. Ja, verdammt! Mann! Versuch 6. Nutze L2, das gucke ich mir auch nochmal an. Ja, ich meine, das weiß ich ja, was ist. Aber da ist das Problem, dass er danach meistens so eine... Ja, er macht dann halt auch eine entsprechende Attacke und die, auf die bin ich irgendwie noch nicht richtig vorbereitet. Ich zeige es euch mal. Ja, in dem Fall, ne, ich bin nicht direkt rein natürlich. Ne, ich mache diesen Move... Und er ist schneller und macht einen anderen Move, der mich dann killt. Ich muss ihn wahrscheinlich einfach noch länger angucken, bis ich halt weiß, wann die sicheren Momente sind. Aber das tut mir echt leid für alle, die hier ihre wertvollen Moneten verloren haben. Jetzt aber. Mich ärgert schon wieder, dass ich die ganzen Runen immer einsammeln muss. Das ist schon wieder so eine unnötige Extraaufgabe, die bei so einem Endbosskampf einen schon... Nerven kosten kann. Und auch die Taktik so ein bisschen immer verändert. Ne? Man kann ja nicht gar nicht das machen, was ich machen wollen würde. Okay, das geht nicht. Okay, weil er dann den macht. Aber man kann dann ja wegrollen. Hier komme ich durch. Was ist noch? Ah ja, so toll ist der Scheiß nicht, den du machst. Na, das Picken. Wie kriege ich das weg? Nein, nicht hauen! Energie, Mann! Seht ihr, was ich meine? Ich mache diesen Auflademove und in der Bewegung fängt er mit einem schnelleren Move an. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit zu tun hat oder ob ich einfach nur das dümmste Timing habe. Aber es bringt mir halt nichts, wenn ich, kann ich den Move ja gar nicht nutzen. Ist ein bisschen wie bei dem Drachen, den ich vor kurzem ja gelegt habe. Da war ja auch ein ähnliches Timing-Problem mit dem Aufladen, aber unter ihm ging es dann. Oh, danke, falscher Prophet 83. Verbreite deine gefälschte Kunde auch gerne in meinem Chatbereich mit meinen neuen Emojikens. Und dann die Nummer. Die ist cool, für ihn meine ich, dieser große Area of Effect Kreis um ihn rum. Und der entwickelt sich so langsam. Ah, ne, war er gar nicht. Ja, doch hier, ja, ey. Warum ist denn er jetzt stärker als die letzten 10 Male? Ich lese gerade mir ein bisschen eure Tipps durch. Da sind auch gute dabei. Ich kann nicht alle davon nutzen, weil ich natürlich erstmal noch in meiner Skillung hänge. Jetzt scheiße ich mal auf meine Seelen. Komm, das machen wir ein andermal. Ah ne, wobei ich brauche die ja zum... Brauche ich die auch zum Leveln? Zum Um? Ne, da brauche ich diese anderen Geschichten, ne? Ach komm, wir nehmen sie mal mit.
Vorhin lief es ganz gut mit dem Reiten am Anfang. Er wird später ja unberechenbar. Oh, jetzt schon? Ist schon soweit? Okay. Cool. Ich nehme das immer als Zeichen, dass der Boss halt will, dass ich Nahkampf mache. Aber es kann auch sein, dass er Angst vor Pferden hat und deswegen eigentlich er mich, ne? Vielleicht sollte ich extra deswegen Pferde machen. Das war doch, der hat doch nicht mal, das war nicht mal in meiner Reichweite, denkt man. Na komm. Das nervt mich, weil ich kann es nicht einschätzen. Das, wie breitet sich das aus, wie weit geht es? Und dann habe ich einmal eine Chance und muss stattdessen heilen. Das ist halt einfach auch geil. Es ist ein geiler Drecksgegner. Man trifft den ja mehrere Male und jedes Mal nervt er einen. Oh nein, jetzt kommt die Nummer. Was kommt jetzt? Ja, toll. Halt ein Insta-Kill. In der zweiten Hälfte macht er einen Insta-Kill. Der hat ein gewisses Area of Effect-Ding und ich muss rauskommen, sobald ich merke, er macht ihn. Welchen Level hat meine Waffe? Es ist ein sehr gutes Trümmer-Großschwert, skaliert mit meiner 50er Stärke. Und ist wirklich ein schönes, gutes Schwert. Vor allen Dingen dieser L2-Attacke ist natürlich legendär gut. Da werde ich meinen Kindern noch von erzählen, als damals der Opa das riesige Großschwert hatte. Mit dem Magiefurche. Na ja, genau. Ja, ja, mit der Magiefurche. Und irgendwann fragen die Kinder... Warum? Du bist doch Papa. Warum sagst du immer Opa? Kinder, ich muss euch was erzählen. Ich bin nicht euer Papa. Der Opa ist euer. Ich bin euer Opa. Es wurde jetzt irgendwie sehr weird, sehr schnell, weil ich nicht nachdenken kann, weil der riesen Todesritenvogel mit seinem riesen Stab auf mich einprügelt. So, Auge her. Auge um Auge, Riesenschwert im Gesicht. Oh, das ist gut. Nein, es war nicht gut. Ich dachte, er kriegt mich nicht wegen der Höhe, ne? Weil er den High Ground hat. Das hat schon Obi-Wan. War schon für ihn ein Fehler. Naja, zumindest er landet auf Tatooine. Das ist wirklich so toll. Hat er den Kampf am Ende wirklich gewonnen? Darth Vader wird Darth Vader und kriegt einen Todesstern. Obi-Wan... hockt einfach auf einem Wüstenplaneten. Wer hat denn da gewonnen? Seien wir doch mal ehrlich. Sagen wir doch mal die Sachen, die sich keiner traut hier bei Star Wars. Jetzt kommt was, oder? Ich will's nicht haben. Ich will's nicht haben. Ja, komm! Guckt euch das mal an!
Okay, das war ein schlechter Versuch. Verdammt! AskGerd99. Ich krieg schon langsam diesen 1000 Yard Stare. Das ist ja bei From Software, gibt es dann irgendwann den 1000 Try Stare. Man hat einfach, man kann nicht mehr emotional auf irgendwas reagieren. Man hat alles schon irgendwie durchlebt. Höhen und Tiefen. Und ist einfach fertig mit der Welt. So, weißt du was? Jetzt mache ich dich mal ohne getroffen zu werden. Was hältst du davon? Das wäre eine Demütigung, oder? Da hast du hauptsächlich das Pferd getroffen. Zählt nicht. Nein, weg, 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 Pferd! Was ich unbedingt brauche mal, sind diese Bären für mein Pferd. Weil wenn ich mein Pferd ja regelmäßig füttern würde mit den Bären in so einem Kampf, dann kriegt es ja wieder volle Energie. Und es frisst ja auch einiges an Schaden. Also das wäre, wenn ich taktischer wäre, wäre das eine gute Idee. Mann! War doch voll um dich rum, ey! Man kann es nicht verändern. Ich kann nichts ändern daran, dass er jedes Mal, wenn ich diesen Move mache und er mich sieht. So, Energie. Energie. Jetzt kommt ein krasser, ne? Jetzt kommt das ein. Habe ich es einmal überlebt? Oh, okay, Leute, jetzt ist was. Ich muss es jetzt machen, weil sich gerade die Gelegenheit ergibt. Und zwar ist hier. Wir haben ja noch, genau, wir haben noch 90 Minuten. Ich werde hier gleich noch weiterspielen, auf jeden Fall. Wir machen aber vorher eine Sache. Ich mache kurz die Werbung, denn jetzt habe ich wieder die Kontrolle. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung. Dann ist die Werbung endlich bei allem durch. Und dann kann keiner mehr genervt werden von der Werbung. Danke, Shimoon, für dein Abo. Bist seit 2 Monaten dabei. Hast sogar, und nicht mal ein Prime, sondern hast sogar was bezahlt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir suchen uns hier gleich noch was. Ihr könnt jetzt schon mal Theorien diskutieren. Wir machen kurz Werbung. In 3 Minuten bin ich mit einem frischen Kaffee und frischer Energie wieder da. Stimmt, ich habe auch so genug Energie. Aber ich brauche einen Kaffee. Bis gleich. Vielleicht habt ihr im Hintergrund immer den Florentin fluchen gehört. Florentin, wie ich ihn manchmal nenne. Ich liebe es. Es gibt nichts Schöneres, als hierher zu gehen und zu hören, wie er sich aufregt und zu merken, ja, anderen geht es genauso. Wir leiden zusammen für das große Ziel. Das Spiel am Ende irgendwann zu gewinnen. Nur andere Spiele. Also wenn ihr Bock habt, beim Florentin mal reinzugucken, dann macht das doch jetzt. Ich würde mich auch darüber freuen. Ansonsten kann ich euch noch, weiß ich gar nicht, Samstag ist Denzel, ansonsten Nils. Diesmal sage ich mal alle anders. Krogi, Mara, Wirt, Ede, Donny und so weiter. So, was wollten wir machen? Genau, wir wollten hier mal gucken. Ich wollte mal kurz den Chat anmachen. Ich mache ihn mal ganz kurz an, nur damit ihr als VODler irgendwie entertained seid. Und zwar wollte ich im Chat nachgucken, ob sich jetzt hier was getan hat, ob ihr gute Ideen hattet. Oh, warte mal. Dinge, die noch zu tun wären, werden auf jeden Fall Rani-Quest weitermachen und Alexander-Quest auch weitermachen. Ja, stimmt, Alexander ist die Vase. Was gibt's hier noch? Habt ihr vielleicht gute Ideen? Ich glaube, der beste Weg für Simon ist, die Damage Reduction Flask zu nehmen, in der Duration so viel Damage wie möglich zu machen. Ja, ist eine gute Idee. Ich habe auch eben meinen Geist gar nicht wirklich benutzt. Ich glaube, alleine schon... Oh, es tut mir leid, dass ihr die ganze Zeit die Glocke hört. Das ist wirklich doof. Ja, das sind schon... Komm, wir versuchen es nochmal. Diesmal dürft ihr... Lass mir den Chat mal einmal dabei. Ich fühle mich wohler, wenn ihr dabei seid. Dann bin ich nicht allein. Och, ich wollte kurz noch trinken. Zusammen isst man weniger ein Schwein. Okay.
Ich steige nun ab und läute die Glocke für ihn. Oleg! Es ist wieder einer dieser Tage. Schleif dein Schwert! Das muss nicht geschliffen werden, es ist ein Geisterschwert. Oleg, ich hab schon mal gesagt, sei nicht so ein Klugscheißer. Das steht dir gar nicht gut. Eieieiei! Okay, schnell, hin, Oleg, nein, mach's nicht! Da wollte er schon zuhauen und hätte mir damit wahrscheinlich diesen superschönen Kill geklaut. Tja, dass es so schnell passieren konnte, nein! Wie? Warum? Jetzt mache ich diese Geschichte mit euch, mit dem Damage-Push. Oh, danke, Aska99 für die vielen Abos. Da freuen sich eine Menge Leute. Moment. Wie gesagt, lasst auch gerne eins bei Florentin. Okay. Das lief doch jetzt schon eigentlich wirklich gut. Das war jetzt am Ende eine sehr überraschende, ein sehr schnelles jähes Ende. Deswegen ist die Idee mit diesem Damage, mit dieser Damage, wie heißt es, Blockade, Verschrumpfung, ist das eine gute Idee. Finde ich. Jetzt ist aber schon zu spät, ne, dafür. Na super, okay, beim nächsten Mal. Wenn ich keinen. Ich kann nicht mal einen Meter weiter gehen. Oh, was das arme Pferd alle so mitmachen muss. Ich glaube, ich kann ihn damit fast mehr. Ich muss, glaube ich, Oleg auch in der zweiten Phase rufen. Weil er echt ein guter Ablenker ist. Ah, es ist so toll gerade, wie er einfach nicht weiß, was er machen soll. Er kann halt ab und zu mal die Position wechseln, aber niemand weiß, wen er gerade angreifen soll. Na, okay. Aber ich sehe doch gar nichts hier, Mann. Ist das so ein Area-Ding? Ja. Na, diesmal, so langsam komme ich schon dahinter. Das war, glaube ich, nicht gut, oder? Doch, ging. Ich muss das Anvisieren ausschalten. Nicht dahin, wo Oleg ist. Nie dahin, wo Oleg ist. Immer woanders hin. Oleg, du sollst da weggehen. Nicht dahin, wo ich bin. Ach, jetzt muss ich mich erstmal um mich kümmern, ey. Nein, Oleg! Na gut, okay, der gehört dir. Das hat er gut gemacht, der Oleg. Das war jetzt der 9. Versuch oder so, würde ich sagen. Und ich habe gewonnen, den Todesritual-Speer. Oleg wird Elden Lord. Ja, ich finde auch, also wirklich, ich verstehe gar nicht, was mit Oleg passiert ist, dass er gestorben ist. Der Typ ist doch offensichtlich überqualifiziert. Okay, hat doch gut geklappt, oder? So gut, dass ich nicht mal meine Seelen aufheben musste. Oder was? Na, so sieht's nämlich aus. Der Simon, er kämpft ohne doppelten Boden und Netz und andersrum. Nur mal so, ich hätte jetzt noch diese Damage-Geschichten nehmen können. Das war ein sehr guter Tipp. Ich kam nicht dazu, weil ich war dann doch zu gut. Aber nächstes Mal, ich hätte meine Waffe, ich hätte eine andere Waffe nehmen können, der einen Überzug geben können, Feuerüberzug wahrscheinlich oder so. Ich hätte noch eine Menge Sachen machen können. Aber eigentlich wollte ich ihn mit der reinen Nahkampfqualität überzeugen. Habe ich dann aber nicht können. Und nun ist er nur noch ein Fleck auf meiner Landkarte. Und nicht mal das wird er sein.
Danke, Schmorf. Und danke, Mondglas. Ne, andersrum. Da geht's noch woanders lang. Lieber Simon, lass dich nicht unterkriegen. Der ganze Hate, der gerade kursiert, ist komplett sinnfrei und ebbt hoffentlich bald wieder ab. Hab bitte Spaß an Elden Ring und versuche dir das nicht vermiesen zu lassen, auch wenn es schwierig ist. Danke, Mondglas, für diesen netten Kommentar. Ich habe allerdings das Thema ja gestern schon für mich auch abgehakt eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. In die jeweiligen Foren und Reddits gucke ich jetzt eh nicht rein. Insofern kann da ja auch kein weiterer Trigger kommen. Und ja, ich habe auch drüber nachgedacht und will gar nicht jetzt, ich werde mich da jetzt auch nicht lange zu äußern, aber ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, so ja, und am Ende, ne, gibt man dem Ganzen doch wieder eine Aufmerksamkeit und ich bin ja auch nicht mal jemand, mir geht keiner ab, wenn ich Leute beleidige, auch wenn das gar nicht zu glauben ist, aber ich habe da jetzt auch nicht so einen Spaß dran, insofern ist es halt so, ja, wer hat dann eigentlich überhaupt irgendwas Sinnvolles davon? Ihr wisst ja eh schon Bescheid. Stellungnahmen gibt es auch schon viele. Es muss jetzt nicht unbedingt auch noch eine geben, die noch emotionaler ist als die von Ede. Und insofern war das eigentlich unnötig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es seitdem super gut. Ich bin seitdem total relaxed, was das angeht. Und habe alles gesagt, was ich so in mir getragen habe. Und das Schöne ist, dass ich es hier auf meinem Kanal ja auch sagen darf. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass ich einfach nur hoffe, dass das alles eine irgendwie für alle zufriedenstellende Wendung nimmt, nach der wir dann auch wieder ganz normal arbeiten können. Aber bisher, heute, war alles super. Es war halt gestern, kamen halt Leute, ich habe auch natürlich, also heute ist wieder okay, aber ich verliere halt irgendwie ständig Follower und so, weil halt irgendwie Leute das sehen und sagen, was, das haben die gemacht, ich bin empört, klick, klick, klick. Und wenn es genauso wäre, wie sie denken, dass es ist, dann wäre das vielleicht sogar eine gerechtfertigte Reaktion, obwohl ich mir auch immer denke, also ich selbst wechsle ja meine Entertainer jetzt auch nicht so wahllos. Ich höre dann halt, wenn ich mal eine Folge mit Serda Somuncu höre, die mir nicht gefällt, wo sie irgendwie zu Meta werden oder zu aggro oder zu falsch, dann höre ich halt einfach auf, die zu hören und mache halt dann nächste Woche die nächste an. Also ich versuche nicht nur Medien zu konsumieren von Leuten, die 100% meine Meinung vertreten, weil das wäre ja irgendwie auch Quatsch. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, was ich hier machen kann. Ja, ich sag's auch, ne, hoffe, wir können diesen Free Denzel Shit jetzt endlich mal hinter uns lassen. Ja, ich wünsche ihm übrigens gute Besserung. Er ist krank. Also er hat sich krank gemeldet. Ach, das darf man so auch nicht. Das ist, weißt du, ne, selbst da, sowas darf man ja eigentlich noch nicht mal mehr sagen. Ich meine damit nur, ich weiß nicht, er ist wahrscheinlich gesundheitlich angeschlagen oder so. Gute Besserung von meiner Seite, ernst gemeint. Ja, und ich hoffe, ich sehe ihn bald mal wieder. Irgendwo. Das ist auch weird, ne, dass man sowas, ich meine, es ist richtig, dass man sowas über also quasi die HR-Abteilung darf nicht sagen, jemand ist krank, sondern muss halt sagen oder kann halt sagen, jemand ist nicht verfügbar und so. Das ist halt auch eine neue Regelung, aber halt auch krass. So, wir haben jetzt die ganze Zeit schon diese Bommel gehört, wir brauchen sie nicht nochmal, aber wie komme ich denn da jetzt hoch an dem Ding? Ja, es ist absolut Datenschutz. Manchmal, also ich bin kein Hater des Datenschutzes, auch wenn es mich... Ah, okay, das sind ja welche. Auch wenn es mich ein bisschen nervt manchmal und in der Firma natürlich immer wieder auch für seltsame Blüten trägt, wo man fragt, ach so ist das, okay. Ich meine, letztendlich kenne ich mich ja null aus. Ich bin einfach, das wird schon Gründe haben, denke ich mir. Aber ich finde es viel komischer, wenn man halt nicht sagt, dass jemand krank ist, sondern sagt, er ist nicht da. Das ist ja dann, ist doch die nächste Frage, ja, wo ist er denn? Oder? Ja, da bin ich ganz schön dumm. Da hoffe ich fast, dass das so eine Art Phantom gibt von mir, wie ich da jetzt irgendwie zerquetscht werde. Hm. Ganz ehrlich, auch Flobgel, und deswegen meine ich, eigentlich macht man ja nur Werbung für den ganzen Shitstorm. Weil jetzt ein, zwei Leute fragen, was haben wir denn verpasst? Ihr habt nicht viel verpasst und ihr könnt es gerne nachlesen, aber dafür müsst ihr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und letztendlich habt ihr dann 100-mal dasselbe gelesen und kennt trotzdem nicht alle Seiten. Und ich würde euch einfach raten, einfach mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, wie sich alles entwickelt. Und vor allen Dingen nicht alles immer so schlimm zu nehmen. Okay, ich muss die abschlagen und dann nach dieser Pediküre ist hier... Ach, ja, ja, ja.
ist das Mausoleum plötzlich mausetot und legt sie nieder. Die Glieder. Also wirklich alle, die irgendwas wissen wollen, bitte, 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 nehmt es mir nicht übel, aber ich habe echt so viel. Ich habe gestern 25 Minuten dazu gesagt und ich bin wirklich, ich meine es absolut 100% ernst. Ich bin auch niemand, dem man sowas zu 100% zuhören und glauben und abnehmen sollte. Nicht, weil ich Quatsch erzähle, sondern weil ich ein emotionaler Typ bin und sicherlich eine Menge Sachen auch sage, die vielleicht auch ganz anders gesehen werden können. Das muss man auch immer sagen, ne? Das sieht ganz gut aus. Ah ne, er hört wirklich auf. Oh, endlich sehe ich es mal ganz. Ey, das ist so ein episches Bild, ey, wie sich dieses Ding da einfach hinsetzt. Okay, komm. Nicht vergessen, in einer Stunde ist die State of Play. Jetzt habe ich die ja schon mehrfach gesehen, diese ganzen Geschichten. Jetzt habe ich hier natürlich auch schon einige, ne? Die kann ich mir mal bei der Gelegenheit genauer angucken. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Aber das ist doch eigentlich gar keine Fingerleserin hier, oder? Das, also die Fingerleserinnen sind doch eigentlich die alten Frauen, die dann immer an der Brücke und so sind. Oder gehören die mit diesem Mausoleum irgendwie zusammen? Naja. Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich das dupliziere? Aber ich mach's mal, oder? Warum soll ich das nicht machen? Kann ich immer nur eins machen? Ich warte mal ab, bis ihr was sagt. Kann ich hier... Oh, jetzt merke ich erst, der ganze Zeit war der Chat noch an. Sorry an alle wie Udila. Ich mach's gleich wieder aus. Sagt mir doch mal kurz... Kann ich das auch mit den anderen gleichzeitig? Kann ich alle vier Echos gerade hier duplizieren? Oder kann ich immer nur eins nehmen? Das ist eigentlich... Danke. Pro Mausoleum nur eins. Okay. Also muss man sich schon die Gedanken machen, welches davon. Was steht hier? Das ist genau der Gott des Mahls. Ungeliebter, also liebt er einfach von sich aus, weil es sein Wunsch war. Okay. Edel. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Um ehrlich zu sein, das ist nicht mein Problem. Renala für Stab plus Zauber. Okay, das mache ich. Das kann ich ja gar nicht anders machen. Wer ist denn Renala? Renala? Ja. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Renala, der Königin des Vollmonds. Die Macht seiner Namensgeberin kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Ach, das haben die gemacht. Das haben die gemacht. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Doch das machen nur sehr lame Dödel, die nicht ihren Kram verkaufen beim Shop. Für den es ja manchmal auch ganz viel Geld gibt. Man braucht ja nicht alles. Aber egal. In ihrer Jugend war Renala eine berühmte Heldin, die Akademie mit ihrer Mondmagie bezauberte und sich bald an ihre Spitze setzte. Außerdem wurde sie zur Anführerin der Schimmersteinritter und gründete das Königshaus von Caria. Okay. Was ist jetzt passiert? Es ist ja gar nichts passiert. Ich habe gar keinen Gegenstand bekommen. Ich habe ein Echo einfach nur verdoppelt. Aber die Echos... Ach, natürlich. Klar. Die Echos verdopple ich hier. Und dann bringe ich sie zurück in die... hier, in den... Da. Ich gehe gleich mal hin. Ich mache es jetzt. Denn ich wollte ja immer auch die... Ich wollte meine Geister wieder verbessern und alles. Und das muss man ja regelmäßig machen. Genau, ich erinnere mich. Und ihr sagt es mir auch gerade, da kann man die nämlich tauschen. Ich weiß sogar wo. Ich gebe aber erstmal die Kugeln ab. Und dahinter ist ja auch... Ist er jetzt weg? Oh Mann, ey. Und ich hätte voll mit dem reden können. Ich habe den aus Versehen umgebracht. Also nicht in dieser Welt, sondern in seiner richtigen Welt, wo sein verfluchter Körper mich angegriffen hat. Und er hat mich gefühlt angegriffen. Oder stand der nur da? Seine Augen waren finster. Er hat auf jeden Fall Übles im Plan, im Schilde gehabt. Und habe ich ihn aus Versehen umgebracht. Er war nicht mal sonderlich gut. War nicht mal sonderlich zufrieden, der Kampf. Er war einfach nur tot am Ende. Ich hau hier die Klangperlen raus und krieg nichts dafür. Davon habe ich, glaube ich, genug.
glaube, jetzt habe ich genug. Hier gehe ich trotzdem nochmal hin. Weil, falls ihr mir sagen könnt, wo ich gleich die Alexander-Quest mache, dann mache ich die gerne vorher noch, bevor ich die Story weitermache. Aber ich kann auch, also ich bin mir nicht sicher, ne? Ich habe schon Bock auf alle Nebenquests, auf jeden Fall, und auf die ganzen Charakter-Quests. Insofern bin ich da immer game, aber ich hatte ja jetzt angekündigt, so ein bisschen die Story weiterzuspielen und will mich jetzt ausnahmsweise mal nicht wieder direkt ablenken lassen. Weil hier bin ich ja vor dem Schloss, in dem Schloss ist ein Boss, ganz klar. Und irgendwie müssen wir ja auch mal weiterkommen. Umskillen, habe ich auch vergessen. Stimmt, ihr habt recht, umskillen. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Aber erstmal reden. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. Hab ich ja alles schon. Nochmal was zum Reden? Nee, okay. So, das Umskillen machen wir, aber das können wir ja gar nicht hier machen. Deswegen rüsten wir hier erstmal noch die Geister aus und die Waffe. Und dann gehen wir, ich glaube, in die Universität. Ja, mit mir, wer hätte das gedacht. Und na okay, ich sehe schon, ich brauche noch mehr von diesem geilen Shit hier. Nee, das ist alles? Wie viele kriege ich? Ich würde mal deine Definition von sehr viele Runen überdenken. Nix habe ich bekommen. Nix! Das geht jetzt alles drauf für Geister und Schwerter. Moment, ist da was offen? Ich glaube, das ist ja erst vor kurzem aufgegangen. Kennen wir schon. Okay, erstmal Oleg. Und dann auch das auf 8. Ah, es fehlt eine 9er Lilie. Aber guck, ich habe keine 7er, keine 6er, keine 7er, keine 8er, glaube ich auch. Aber dafür habe ich jetzt den Oleg auf 9. Und da ist die Qualle. Schön. Qualle, Oleg, Wölfe. Das ist ein guter Misch, finde ich. Das eine sind halt eben so drei sich aufteilende Gegner. Das eine ist halt Oleg und dann noch Quali. Oh, zu den Fingern. Sehr gute Idee. Where have you been? I took you for dead. No matter, it's all the same. May I? Ich würde mich ja freuen. Och, nö, ernsthaft? Uralter Drachendunkelschmiedestein. Okay, klar, bräuchte ich einen, aber habe ich in dem Fall nicht. Noch gar nicht gefunden, kein einziges Mal. Und ich könnte aber auch das Ding, da bräuchte ich aber normale Schmiedesteine. Was passiert denn jetzt bei dem Schild? Ergibt es ja wirklich mal Sinn, die körperlichen Angriffe hochzuleveln. Tatsächlich, weil man ja viel diese Ram-Attacke macht. Also dann kaufe ich erstmal Schmiedesteine bei deinem Buddy, dem Schmiedereiner, kaufe ich Schmiedesteine. Oh, hier ist auch noch was, ne? Hier ist ein interessante. Hier müsste man nochmal hin. Ach nee, da war ich schon mal, genau. Hier ist das Drachending. Kann man die Drachen-Skills kaufen, ja. Moment. Übrigens gibt es auch neue Drachen-Skills, die ich mir holen werde als nächstes, wenn ich wieder Magier bin. Wo war das nochmal? Zaubererinsel, Straße zum Anwesen. Ja, Leute sagen, Schild-Upgraden ist ziemlich unnötig, aber ich weiß es nicht. Ich persönlich sehe ja, dass da der körperliche Schaden erhöht wird und wenn man mit dem Schild Schaden machen will, ist das ja einfach nur wie eine Waffe, oder? Und da ich diesen Ram-Attacke mache, ist es ja eine. Also ihr versteht schon, ne? Macht das Sinn? Lilirani's fate once again descend underground when the fallen star struck Limgrave and so Lilirani. May tread the dark path of the Empyrean. Das ist die Rani-Quest, oder? Von der ihr erzählt habt. Thanks to you, Lady Rani's fate once again stirs. And the path to Nokron has opened. Descend underground, where the fallen star struck Limgrave. And make it your fallen stars struck Limgrave. Treasure. Fallen stars. So that Lady Rani. Fallen stars. Struck Limgrave. Das ist ja passiert, nachdem ich den Rodan, glaube ich, rechts gelegt habe, hier in diesem Gebiet da. Und dann sind überall hier verschiedene Bosse gekommen, die irgendwie mit Sternen runterkommen.
Hier ist Limgrave. Ja, aber war das nicht hier? Habe ich das nicht gemacht mit den Ruinen im Nebelwald? Haben wir das nicht hinter uns? Das haben wir doch schon, ne? Dann kommt man in diesen einen Level, das dann irgendwo hier oder so. Das haben wir alles schon. Oh, was hier denn? Ich habe schon wieder vergessen, was das ist, aber es sieht aus, als hätte ich hier einiges offen gelassen. Ach, das ist die, ich glaube, das sind die Ameisengänge, ja. Mit all dem Gezwänge, das sind Ameisengänge. Da muss ich dann irgendwann nochmal hin. Okay. Okay, merke ich mir. Aber ihr sagt auch, mir fehlt noch was. Gut, dann ist das ja okay. Ich würde gerne hier diese Steine kaufen, die du hast. Senkt den FP-Verbrauch von Talenten. Ah, okay. Also wenn ich ein Talent habe, was dann... Nee, ach nee, Talente, genau. Also ja, das ist doch genau das, was ich brauche. Ist das Moment. Dieses Wappen. Das muss ich mir wahrscheinlich auch wieder nur... Naja, okay, ich verstehe. Das ist für mein Schwert sehr gut. Das muss ich mir wahrscheinlich hier wieder reinmachen, ne? Als Talisman. Oder was ist das? Maximal LP Ausdauer und Ausdauer. Das ist ja viel besser. Da habe ich ja gerade was viel Besseres noch bekommen. Also nicht jetzt, aber vorhin. Also, ja, da. FP-Verbrauch von Talenten. Also mein Schwert, dieser Schlag hier, würde dann nur noch die Hälfte verbrauchen, wodurch ich noch viel weniger Mana tränke und viel mehr Energie nehmen könnte. Sehr, sehr interessant alles. Jetzt habe ich gerade... Aber ich werde ja gleich meinen Charakter eh umskillen. So. Ich würde gerne die Waffen verstärken. Das war's, ne? Ah, kann ich aber nicht. Schmiedestein. Ich dachte, wir haben gerade welche gekauft. Nee. Ach, dunkel. Naja, gut. Komm, ist eigentlich auch egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Die Waffe hätte ich natürlich schon gerne gehabt. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. So, jetzt gehen wir nochmal zum Geist. Gehen zum Finger. Ja, ja, ja. Die Finger für die Bosswaffe und im Umskillen nicht vergessen. Ja, wir gucken heute Hogwarts zusammen. Also den Livestream von der State of Play. Da ist der, hier ist der Schmied. Ne? Qualle habe ich auch schon hochgelevelt. Ne? So viel kann ich gar nicht machen. Dachte, ich könnte mehr machen. Hier sind die Finger. Moment. Habe ich eine Fatroll? Große Last. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Aber ich habe doch den geilen Anker. Ne? Der bringt halt leider nicht, ne? Für alles was. Also Ausrüstungsgewicht reduziert er dann nicht genug. Eigentlich geil. Diese beiden können sich sehr gut ergänzen. Ne? Zum einen kriege ich mehr Schaden und zum anderen aber wird bei kritischen Treffern immerhin der Schaden verringert. Was auch übrigens euch erinnern sollte an den Kampf eben gegen den Kollegen, den Vogel. What the fuck? Ein Treffer, bei dem man stirbt, ist für mich ein kritischer Treffer. Und wenn dann der Schaden reduziert wird von 180% auf 170%, hilft mir das halt wenig. Ich sag's ja nur mal. So, wenn ich die Handschuhe wegnehme, haben wir noch irgendwo billige? Ja, komm. Ist doch gut. Alberichs Armschutz. Guck doch mal, der sieht doch nice. Kann man doch machen. Der sieht wirklich gut aus. Okay. Damit auch mal so ein Backslap kann dann auch mal Schaden machen. Finger. Well, you managed to return. You know what this means. The Earth Tree has burned you. The fingers remain still. Shaken by this turn of events. They are busy consulting the Crater Will. When they are finished. The fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage the wait? My, oh my. Das werden wir uns gleich angucken. Eine Sache möchte ich noch kurz
Beantworten von Bon Clay, der sich freut, dass ich ihm eine Antwort gegeben habe, den wir schon seit Anfang Game One mitverfolgt, das Ganze. Ja, also wir sind hier, ne, in regem Austausch, also ihr könnt hier gerne alle möglichen Fragen raushauen. Wenn ich mal eine nicht lese oder auch mal 20 nicht lese, dann ist es wirklich, weil ich nicht lesen kann. Jetzt ist es raus. Nee, weil ich halt hier auch mitlesen muss und es nicht so schnell hinkriege, beides gleichzeitig. Haut dann einfach die Frage noch 100 Mal rein, oder vielleicht auch nur zweimal. Und dann kriegt er auch eine Antwort. Oh, das war ein schöner Schrei gerade von Florentin. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es gab eine Erschütterung in der Streamer-Macht. So, ich will die Dornen verbrennen. Ist das eine gute... Ist das ein Topic? Oder ist das jetzt wieder so eine Fingergeschichte? Ich meine, warum frage ich sie eigentlich nicht zu diesem Dreifinger-Dude? Sagt mir mal bitte Bescheid. Ohne das künstlerische Genie drängen zu wollen, wollte ich fragen, ob es irgendwann nochmal ein Spiel mit Bart geben wird. Ja, Gregor und ich sind jetzt gerade wirklich. MSI möchte uns ein Spiel mit Bart sponsern, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Aber auch abgesehen davon, ne, haben wir schon vor Wochen, Monaten eigentlich drüber gesprochen. Wir werden für meinen Kanal so ein bisschen Auswahl machen, so ein bisschen Road to Spiele mit Bart und werden Spiele anspielen, die... potenziell sein könnten, und dann werden wir uns wahrscheinlich alle kollektiv irgendwann entscheiden, oder wir beide machen das im Kleinen, ich weiß es nicht. Und das wird dann die finale Staffel, die dann auch läuft, das ist der Plan. Nein, MSI weiß überhaupt nicht, worauf sie sich einlassen, und bitte sagt sie ihnen auch nicht. Also, ihr weint nicht beim Thema Dornen verbrennen, deswegen drücke ich es einfach. Das Forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the earth tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the rune of death too? The rune of death goes by two names. The other is destined death. The forbidden shadow plucked from the golden order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire. Beyond the ken of the fingers, who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on, finish the job. Take the course you deem most worthy. Habt ihr gerade meinen Magen gehört? Mein Magen war so. Es war nicht der Hintern, war der Magen. Okay, sehr cool. Sehr episch, weil ich überhaupt nicht weiß, wer ist hier gut, böse, was ist es, soll ich das machen oder nicht? Und ich werde es noch erleben, aber ich habe mich ja eh schon ein bisschen gebrandmarkt. Ich zeig's euch mal, komm. Machen wir gleich. Vorher hole ich mir eine Heldenausrüstung. Warum eigentlich nicht? Sind das gute Sachen? Ist hier irgendwas davon wirklich gut? Radahns Löwenrüstung, okay, die gefällt mir. Robe der Königin. Haben die irgendwelche Perks? Nee, die haben nichts, ne? Nee. Radahns Rotmähnenhelm. Da ist ja genau, guck mal, da ist ein Platz extra für die Nase. Aber wahrscheinlich bleibt die dann wie hinter dem Schwarzen verborgen. Das will ich nicht. Diese Halbmondkrone war geil. Von der habe ich nur Gutes gehört. Ich habe jetzt halt nur das gekauft, weil ich es halt kann, ne? Nicht weil ich unbedingt will. Ich kaufe die auch mal. Aber ich glaube, ich brauche die nicht. Und den Beinschutz, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, jetzt machen wir die Echo-Nummer. Moment, ganz kurz. Ich kriege schon erste Tipps für Alexander. Da kann ich jetzt noch nicht, das müsst ihr dir nochmal merken. Das machen wir gleich. Ich will mich nicht hetzen. So. Das sind die drei, ne? Und sie haben wir ja schon gedoppelt. Aber warum ist sie dann nicht hier doppelt?
Ach, wie dumm. Das Zepter habe ich mir ja schon geholt. Ich habe das schon gemacht. Das konntet ihr vielleicht nicht wissen, weil ja nicht jeder von euch immer dabei war. Aber ich habe mich entschieden, wollte den Vollmond gar nicht haben, glaube ich. Oder? Nee, habe ich beides? Vielleicht habe ich beides. Auf jeden Fall habe ich das irgendwie schon gemacht. Jetzt habe ich das Echo zu spät gedoppelt. Das war ja dumm. Jetzt habe ich das Falsche gedoppelt. Okay, ist sowas hier gut? Hat das irgendwas Besonderes? Sternruferschrei. Um die Gegner heranzuziehen. Mit einer weiteren Eingabe führt ihr einen Abwärtshieb mit eurem von Schwerkraft erfüllten. Also wir ziehen sie an uns ran und dann hauen wir ihnen allen auf den Sack. Naja. Was haben wir hier? Ein Erdenbaum gehauenes Echo von Morgoth, dem Gerz von Morgoth. Okay. Gucken wir mal, was da nochmal ist. Morgoths verfluchtes Schwert. Es ist einfach nicht gut. Verbraucht FP, entfesselt viele Gespenster, die Gegner verfolgen. Und kostet sogar noch was. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich hätte die auch, ich weiß, aber irgendwie, komm. Jetzt hier habe ich doch zum Beispiel, ist das ein Schwert? Das ist ein Riesenschwert, also ist wirklich auch groß. Ich kann es tragen, Stärke D, es wirkt auf mich nicht so geil. Was hat's denn noch? Der Sternruferschrei. Ist das hier was, was man unbedingt braucht? Ich meine, so ein Bogen, ich heb mir das nochmal auf. Bisher habe ich jetzt nichts, hat mich hier nicht so angemacht. Ja, okay, ihr sagt, ein paar sagen, man sollte es kaufen. Na gut, dann mache ich das mal. Ich will es mal ausprobieren. Wir sind deswegen ja hier, ne? Weil den Bogen brauche ich wirklich nicht. Wie dumm, ey. Wie dumm, dass ich das gerade damit gemacht habe. Aber da habe ich ja nicht mit gerechnet. Ich dachte, alles, was du dann verbraucht hast, ist dann verbraucht. Aber diese Echos halt eben nicht. Das ist ja lustig. Naja. Die Creepy Olle. 21.15 Uhr, 45 Minuten, dann gucken wir uns noch die State of Play an und dann war es das auch für heute. War ein sehr schöner Tag bisher mit euch. 4 schöne Stunden und dann noch ein bisschen Let's Play, State of Play. Das kann man sich doch mal gönnen. Okay. So, ich verteile das mir wieder ein bisschen besser. Wobei, ich werde ja gleich Magier. Das machen wir nämlich jetzt. Und da brauche ich den ganzen Schmodder. Die Klamotten ziehe ich auch. Komm, ich mach mal alles weg. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Moment. Ich überlege gerade, ob ich mir auch noch sowas... Ja, warum eigentlich nicht? Okay. Da seht ihr die Male. Krass. Das hört auch nicht mehr auf. Komplett verbrannt, der arme Kerl. Der plötzlich wirklich, du gehst irgendwo, öffnest eine Tür, plötzlich Brikett. Ich kann es nicht anders sagen. So, ich wollte hier hin, genau. Hier links ist es, da ist es. Da. Ein guter Tipp, teste die Schwerter vor dem Umskillen. Das werde ich definitiv machen müssen. Ich habe mich da einmal zumindest schon ein bisschen vertan. Es sind aber auch so viele Schwerter, ich kann es ja jetzt nicht stundenlang testen. Das ist auch neu. Geisterflamme. Klinge in Geisterflamme zu hüllen. Ergänzt Angriff um Magieschaden und ist eisig kalt. Ja, ist an sich eine gute Idee, aber zu unspektakulär. Erfüllt das Schwert mit Energie, schleudert es für einen Spiralangriff nach vorne. Das habe ich auch schon gesehen. Habe ich schon gesehen, ist ganz cool. Aber so richtig auch nicht. Das Gargoyle. Leichenlipidmesser, ein verlorenes Talent. Streckt das Schwert hoch, um die Macht des Leichenlipids freizusetzen und schleudert es als klingenförmiges. Okay, also man kriegt ein Projektil. Welches ist denn das, wovon ihr immer erzählt? Also die hatten wir jetzt schon. Die beiden haben wir schon benutzt. Ausgiebig. Da sieht man auch mal, ne, was eine gute Waffe ist. Also das Krümmer-Großschwert ist einfach fantastisch. Nicht nur wegen der Welle der Zerstörung, sondern auch, weil es einfach reinhaut. Dann haben wir das hier. Das ist schon nicht mehr so stark. Das hat den Sternruferschrei. Das haben wir uns gerade eben ja geholt, ne? Hierfür bräuchten wir Geschick 12. Was mein Plan wäre jetzt, dass wir uns halt grob merken, was wir wo brauchen. Oh Mann, ich habe keinen Stift hier. Das ist ja ärgerlich. Na gut, ich kann es ja auch so aufschreiben. Aber wir müssen uns das auf jeden Fall merken.
damit ich das dann auch nach skillen kann, sozusagen. Okay, hattet eins. Genau, Bluthund, Bloodhound. Wo ist das denn? Vielleicht, ich guck nochmal. Das ist okay, 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 okay. Weniger als okay. Vielleicht haben die ja alle ein geiles Talent, deswegen habe ich die auch weiterhin. Magma-Guillotine, ergreift das Schuppenschwert. Ach ja, okay, springt vorwärts, rammt es in den Boden. Ja, ist okay. Ist nicht so geil. Rammt die Waffe in den Boden, um ein Gravitationsfeld zu entfesseln. Das habe ich, glaube ich, nie gemacht, fällt mir gerade ein, mit meinem guten Onyx. Götter, Skalp, Häuter. Die Doppelschwarzklinge, auch geil. Das wäre auch mal was, so eine lange Lanze. Oh, Wirbelhieb. Wirbelt herum, schlitzt dabei Gegner auf. Ja, irgendwie machst du mit jedem Schwert, ne? Dann die Stangenwaffe. Blutklingentanz. Springt auf das Gegner zu, um einen Schlaghagel mit der Furcht eines Tornados. Alles gut, aber nicht das, was ich suche. Nee, es ist, ich darf keine Zweihänder. Ich brauche was, ich brauche ein relativ okayes Einhänderschwert. Das wird sonst nichts. Ich habe auch echt so viel Waffen eingesammelt mittlerweile. Es ist verrückt. Ich kann wirklich einen Laden aufmachen. Okay. So, was war denn? Da müssen wir erstmal gucken. Das ist alles Weisheit. Also für den brauche ich 60, ne? Sollte ich vielleicht auch noch haben. Weil verstärkt Vollmondzauberei. Ich hoffe, ich habe die mir gekauft. Sah ja vorhin so aus. Also könnte ich damit den Vollmond leichter machen. Den habe ich mir natürlich auf 17 hochgebufft. Also der ist wirklich mit Weisheit S. Und Karias Schwertzauberei, wenn ich jetzt das Schwert noch hätte, wäre die auch geil. Aber ich glaube, ich muss umsteigen langsam. Und muss mir das verbessern. Kristallstab ist auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, der mit Weisheit 60 oder der hier. Das sind schon die besseren. Die haben ja auch keine Talente. Leider. Hier ist was. Verstärkt alle Zaubereien, verbraucht aber zusätzliche FP. Das ist gar nicht so schlecht. Nochmal kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Nachtzaubereien. Weisheit des Steins, der Stab können nur Personen mit großer Weisheit, kennen wir doch. Verkürzt die Zauberzeit aller Zaubereien. Das ist eine gute Idee, Leute. Das ist mal eine wirklich gute Idee, finde ich. Die Zauberzeit verkürzen. Also entweder stärker oder schneller. Was hier noch? Zusätzlich durch Glauben statt nur durch Weisheit zu verstärken. Alter, okay, da gucken wir gerade mal rein. Guckt euch das an. Ja, hier ist noch Geschick. Die Guten sind dann schon nur noch Stärke und Weisheit, was ja auch gut ist, weil da habe ich so viel. Aber der hier hat Stärke, Weisheit und Glauben. Aber er ist halt, skaliert halt nicht so gut. Also es ist schon schwer. Es fällt mir schwer. Okay, aber da kommen wir gleich zu. Wir wissen auf jeden Fall, Weisheit brauchen wir. Ich schreibe es mir mal auf. Weisheit 60. So. Und jetzt suchen wir erstmal ein Schwert. Weil ihr habt ja die ganze Zeit schon gesagt, nehmen hier Vollmond und so Gedönse oder so. Lusatz Stab ist der stärkste vom Magic Scaling, sagt ihr. Moment, da gucke ich doch nochmal kurz. Habe ich den vielleicht? Da! Lusatz Schimmersteinstab. Okay. Dann nehmen wir den. Was aber komisch ist, weil der 52 Weisheit und der 60. Und wenn mir eines gelehrt wurde, aber kann ich denn hier Weisheit B und da auch B und D und E, kann ich denn nicht die beiden noch besser wegkriegen? Aber Geschick habe ich eh so wenig, ne? Ja, ich werde mich ja umskillen. Okay. Kostenzauber mehr ist gar nicht so ein Riesenproblem. Also nein, es ist ein Problem auf jeden Fall, aber finde ich gar nicht so schlimm. Also, da muss man halt gucken, vielleicht ärgere ich mich noch. Aber jetzt suche ich erstmal das Schwert, von dem ihr die ganze Zeit schon redet. Das muss ja hier irgendwo sein. Da, oder? Das meint ihr. Das Schwert der Nacht und der Flamme. Und da schreibe ich mir mal auf, Geschick 12.
So, Glaube 24, das wird genervt. Das Teil ist genervt worden und nicht mehr gut. Okay. Aber was war da eigentlich? Einzigartiges Talent, Nacht und Flamme, Schwert gerade halten, um Zauberei zu wirken. Setzt mit einem normalen Angriff nach, um die Zauberei Nachtkomet einzusetzen oder mit einem starken Angriff, um den Bereich vor euch mit Flammen zu überziehen. Okay, ist ein krasses Ding, ja. Ist wirklich nicht mehr so geil. Okay, das ist aber gut zu wissen. Dann kann man den ja auch erstmal ignorieren, ne? Dann mache ich das mal hier wieder weg. Schade. Hätte ich es vorher benutzt, bevor dem Patch, dann hätte ich noch seine Qualitäten haben können. Aber ich hätte mich wahrscheinlich auch ein bisschen schäbig gefühlt. Was ist denn damit? Guck mal, das Ding macht keinen körperlichen Schaden, nur Glauben. Ein geheimes Schwert, das die zwei Finger einst den Befleckten der Tafelrundfeste gewährten. Die Klinge verursacht Heiligschaden und ist formlos, sodass kein Schild sie aufhalten kann. Holla, die Schildfee. Er füllt die Klinge mit Licht, um sie zu verlängern und schlägt dann blitzschnell... Nee. Beidhändig. Kann ich nicht. Hä? Also ich kann gar nichts damit machen. Ich kann nicht mal schlagen. Schade. Das würde mich schon sehr interessieren, ob man damit nicht irgendwas Geiles machen kann, weil... Also durch den Schild, aber wie viele Gegner gibt es schon, die wirklich ein Schild benutzen, ne? Eigentlich sind die Gegner einfach nur sehr groß. Okay, ich suche aber ein Schwert, was ich quasi bestenfalls gleichzeitig mit dem mit der Magie benutzen kann. Das wäre mir am liebsten. Also müsste es ein normales, gerades Schwert sein und kein Großschwert. Also, das Ding ist gut, aber genervt. Kann ich mit leben. Das Ding ist super interessant, aber schon sehr fixiert auf Glaube. Das hier ist, was ist hier gut und schlecht? Tanzende Klinge, ja, schon gesehen. Das Ding hier kreuzt die zwei Schwerter, um ihre Angriffe mit heiliger Essenz zu stärken. Ist dieser Effekt aktiv, wenn starke Angriffe als Kombo mit zwei Waffen ausgeführt? Aber es ist doch nur eins. Gibt es da also zwei? Goldene Härte kreuzt die zwei Schwerter. Ich weiß nicht, was das soll. Schlangengott, Schwert. Nee, das sind leider alles hier Großschwerter. Oder? Da. Schlangengott, Krummschwert. Ist nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nicht besonders, ne? Aber ja, das würde auch gehen. Sowas würde auch gehen. Okay, wir gucken nochmal weiter. So. Karianisches Ritterschwert. Das würde ja gut mit dem karianischen Zauberstab zusammenpassen, ne? Mal kurz gucken. Aber das ist nicht der, den ich... Da, es ist nicht der. Lusatz Schimmerscheinstab. Nee. Okay. Ja, verdammt, was machen wir denn jetzt? Dann werde ich wohl doch das Mondschwert oder so nehmen, ne? Oder soll ich mein... soll ich mein Schwert hier nehmen? Das Krasse, was ich die ganze Zeit benutze? Nein, oder? Das ist auch dämlich. Wir nehmen das jetzt. Ihr wolltet das alle haben. Wir nehmen das jetzt. Das ist es jetzt. So, eine Sache haben wir schon mal. Also ich brauche... Leute, ganz kurz. Ich brauche ein Einhandschwert. Das Mondschleier-Katana ist top für Int-Builds. Gerne, aber ich glaube, ich habe das gar nicht. Also ich gehe einmal nochmal durch, aber ich habe das nicht. Gucken wir mal weiter. Ja, Gottricks Axt ist auch geil. Da macht man sicher nichts falsch. Allein schon, weil es seine Axt ist, ne? Aber... Das sind Dinger hier. Ne, ich glaube, wir haben jetzt hier alles... mehrfach durch. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir finden nicht das, was ihr meintet. Moonveil würde etwas genervt, ist aber immer noch gut. Ja, also ich bin, habe kein Problem, wenn das nicht imbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt der Gedanke dahinter. Warte mal hier, genau, da muss ich auch nochmal gucken, wenn ich jetzt gleich heilige Siegel und so benutzen will. Hierfür brauche ich Glaube 27, ne?
Stärke und Glaube. Glaube 27, komm. Und was skaliert das Ding hier? Weisheit und Glaube? Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Eigentlich ist das sogar... Das Ding, Moment, okay. D und D, Weisheit, Glaube. E und C. Ja. Stärke und Glaube. Das benutze ich gerade. Und das würde ich dann wahrscheinlich benutzen. Also, Glaube 17. Oh, verstärkt Anrufung der Fundamentalisten. Ja, stimmt, das ist ja deren... Okay, das ist super, weil das ist dann eher für meinen Skill, die auf Weisheit und Glauben beruhen und außerdem versteckt Anrufungen der goldenen Ordnung. Da habe ich, glaube ich, mehr von. Okay, machen wir das. Also, wir nehmen das Siegel der goldenen Ordnung. Ja, wissen wir doch alles. Glaube 17, das ist doch okay, es ist absolut stemmbar. Das ist jetzt hier wirklich eine exakte Wissenschaft, ne? Weil ich möchte schon das Maximum für meinen Magier rausholen, aber ich möchte nicht wie beim letzten Mal, als ich es einmal nicht richtig gemacht habe, Weisheit 52. Ja, machen wir es so. Aber ich will schon 60 haben für diese Vollmondzauberei, oder? Komm, wir nehmen 60. So. Und ich will mich nicht nochmal verskillen sozusagen, obwohl das ja nicht wirklich so war, aber war schon nah dran. Dann nehmen wir also das Mondschwert, das haben wir jetzt. Ach, jetzt habe ich das Ding. Wo gehört das denn hin? Ne, es gehört ja hier hin, oder? Das Siegel gehört hier hin. Genau, und in dieselbe Hand mache ich dann das Schwert. Das hier. Und hier machen wir dann natürlich den Zauberstab hin, und zwar den. Und dann ziehen wir es noch an, da muss ich gleich nochmal gucken. Könnt ihr mir mal sagen, was braucht man nochmal für richtige Ausrüstung, um höhere Ausrüstung tragen zu können? Was muss ich da aufleveln? Das können wir gleich mal rausfinden. So, habe ich das denn jetzt alles? Ich glaube, ich habe die wichtigen Sachen. Glaube 17, Weisheit 60. Okay, wir drücken ein weiteres Mal. Kondition, okay, Kondition. Was sagt ihr? Was sollte denn Kondition haben? Also da habe ich wirklich wenig Ahnung. Wie viel müsste man Kondition haben? Moment, Glaube 27? War das so? Nein, 27 für das andere. Das eine braucht 17. Ausdauer circa 45, 30 reicht. Okay, sagen wir mal 40. Hab 40 Leben, 40 Kondi. Okay, also wir machen mal 30 Konditionen. Mindestens 30 Konditionen. Und dann auch... mindestens 30 Kraft. Was wäre denn Geschick? Inwiefern hilft mir nochmal Geschick? Ich muss jetzt wirklich, ne? Ja, ich gucke gleich eine halbe Stunde State of Play. Und jetzt müssen wir aber gerade einmal uns komplett neu ausrichten. Wir haben 150 Stufen. Die müssen wir irgendwie verteilen. Ich habe mir aufgeschrieben, Weisheit 60. Machen wir erstmal. Geschick erhöht deinen Cast Speed. Okay, da bin ich sehr dran interessiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende auch reicht. Ob wir für alles genug haben. Okay, machen wir erstmal das. So, dann brauchen wir Glaube 17, damit wir die entsprechenden Sachen nutzen können, die wir wollen. Arkanenergie kann mich mal. Geschick. Ich mach mal 30. Oh Mann, das wird eng, ne? Kondition 30. Und Kraft 30. Geist braucht man als Magier natürlich auch. Darf ich nicht vergessen. Und dann alles auf Stärke. Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft. Ich könnte Weisheit halt problemlos... Also 10 könnte ich wegnehmen. Und dann kann ich halt nur diese Vollmondmagie nicht. Damit kann ich aber leben. Okay, oder? Danke, Jim Panse, für dein Abo. Du bist genau richtig. Mach 20 Geschick, nur 20 Geschick. Seid ihr wirklich sicher? 20, der Stab braucht 52 Weisheit. Oh, okay. Ja, stimmt, ihr habt recht, ne? Okay, dann mache ich nur 20 Geschick, aber das ist halt schon für einen Magier ein bisschen wenig, ne? So, und dann alles auf Stärke, würde ich sagen. Vielleicht ein Geist weniger und dafür 40 Stärke?
Geschick ist genauso wichtig wie Weisheit als Magier. Na, seht ihr? Schwierig. Schwierig. Das Schwert braucht 24 Glaube? Ernsthaft? Das kann nicht sein. War das wirklich so? Fuck. Aber warum habe ich mir Glaube 17 aufgeschrieben? Ach, wegen dem Amulett. Ihr habt recht, 24. Beinahe hätte ich denselben Fehler wieder gemacht. Okay, komm. Ich kann es nicht ändern. So, Glaube 24, oh Mann. Gerade so. Also, Glaube 24, Weisheit 52. Gut, Geschick könnte mehr sein. Stärke könnte mehr sein. Kondition könnte alles mehr sein. Kraft ist sehr wenig, aber man kann sich ja immer hochleveln. Also das ist überhaupt kein Problem. Mindestens 40 Kraft, sonst One-Shot. Ja, aber die habe ich ja nicht. Kann ich ja nicht ändern. Ich habe sie ja nicht. Komm, ich mach mal. Hier kann ich nichts mehr ändern. Geschick kann ich vielleicht 2 wegnehmen. Ah, es wird eng, ne? Das wird eng, Leute. Wie viel Konditionen? Soll ich nur 20? So? Ich finde das ein guter Mix. Okay. So, weniger Stärke. Nein, nein, nein. Stärke brauche ich zum Hauen. Ich bin ja durchaus am Hauen auch. Weniger Stärke. Ihr seid offensichtlich keine Fans von Stärke. Fuck. Ernsthaft weniger Stärke? Okay, seid ihr jetzt zufrieden? So, jetzt reicht's aber. Jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe. Das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Frage von Ants in My Eyes Johnson. Ich kann noch 3-mal umskalieren. Stand jetzt. Ich krieg sicher noch mal mehr von diesen Perlen. Okay, Leute. Okay, Leute. Okay, Leute, es geht los. Da ist er wieder. Der angegrabschte Maikrieger. Jetzt auch Magier. Der große Magini, guckt ihn euch an. So werdet ihr ihn nie wieder sehen, denn ich hole mir jetzt eine ordentliche Ausrüstung. Eine Robe oder so. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier haben. Maximales Ausrüstung. Warten wir mal ab, ob wir das vielleicht brauchen. Das hier ist geil. Brauchen wir vielleicht aber nicht. Maximale LP, Ausdauer, das ist super. Das nehmen wir. Attribute, eigentlich auch super, ne? Sieht man ja, Alter. Das ist schon gut. Aber halt erlittener Schaden erhöht. Gucken wir mal. Das sieht noch nicht so gut aus. Oh, jetzt habe ich hier eins. Genau. Den. Okay, was ist hier? Das ist schon eine gute Idee, ne? Aber die maximalen LP senken um 100. Hm. Ist das schlimm? Das Ding ist, ich bin dann leichter verletzbar, aber ich habe... Ich brauche weniger Magie-Fiolen dabei, also weniger Tränke. Kann dadurch mehr Energietränke mitnehmen. Muss sie aber auch häufiger nehmen, weil ich natürlich weniger FP habe. Weil ich weniger LP habe. Ihr versteht schon, glaube ich, die Problematik. Senkt den FP-Verbrauch von Talenten bei dem Schwert vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was hier mit Zaubern ist. Das ist ja auch so ein Mischding. Zauber und Talente ist schon mal so ein Mittelding. Das finde ich gut. Okay, jetzt brauche ich noch einen, der für Zauberer gut ist. Irgendwas wie halt noch, was die Zauber noch stärker macht. Hier, Robustheit, Immunität, Fokus. Erhöht den Fokus, ist sicher nicht falsch. Wollen wir mal einmal gucken, haben wir alles? Da, ne? Den meine ich doch. Verstärkt die Wirkung, aber haben wir auch einen, verstärkt die Wirkung stark. Zauber verbraucht weniger, den haben wir... Ach ne. Ja, ich glaube fast, das sind sie. Das wäre jetzt meine Auswahl. Die kann auch falsch sein. Den machen wir doch mal lieber weg. Und jetzt kommen die Klamotten.
Was kann man denn hier machen? Natürlich, ganz klar, die Schimmersteinkrone der Hexe, das geht nicht mehr ohne. Die ist super wichtig. Ohne die wäre das alles Quatsch. Jetzt kommen die schwierigen Sachen. Da gehe ich mal so ein bisschen nach Gewicht natürlich, weil das wieder zu krass ist einfach. Da, welche habe ich mir denn hier gekauft? Habe ich nicht gerade erst noch hier eine gekauft? War das die? Die Laendel oder die Godric-Rüstung? Oder war es der Exzentriker? Mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Irgendwas, was Magie erhöht oder so. Ah, regeneriert langsam LP von Verbündeten. Nein, brauche ich nicht. Dornenzaubereien. Nö, da ist nichts Besonderes meistens zu entdecken. Ja, nehmen wir mal die, aber dann bin ich ja direkt bei Mittel. Aber das ist vielleicht okay, vielleicht muss das so sein. Aber spätestens jetzt bin ich zu voll wahrscheinlich. Moment, habe ich das gerade nicht gefunden? Da, von denen ist keiner. Radan, ist das sein Beinschutz? Ja, wir sagen einfach mal ja. Und wenn ich jetzt noch Handschuhe anziehen kann, ey, ich wäre so happy. Ohne Scheiß, ich wäre so happy. Ich gucke halt nochmal. Tut mir leid, ich bin sehr lange hier schon drin, aber ich war auch lange nicht mehr. Und so ein kompletter, das ist ja hier so eine komplette Neuerfindung. Das ist ja ein Makeover. More than a makeover. Mon, official. Morgen heißen wir Nom. Nee, ich nehme die. Ah, ich kann mich aber nicht entscheiden. Ist egal, muss jetzt reichen. Komm, hör jetzt auf, Simon. Okay, wir haben den Stab, wir haben das Schwert. Ah, sieht toll aus. Also sieht sehr zusammengewürfelt aus. Ja, geht nicht. Hauen geht auch nicht. Kannst du ja alles nicht. Hättest du auch wissen müssen. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Die Kiste kann ich wahrscheinlich immer noch nicht aufmachen. Ich lese, geh mal in den Raum mit dem roten Wolf zurück. Nein, den habe ich doch schon geholt, den Talisman, oder? Den, ich weiß genau, welchen du meinst. Hier, glaube ich. Ich zeig's euch mal. Ich glaube, ich habe den schon. Ich habe ihn, also wenn dann, ich habe ihn ja eingesammelt, ich kann ihn ja auch nicht verkauft haben, also müsste ich ihn ja eigentlich hier haben. Lass uns kurz nochmal gucken, bevor ich da jetzt hinlaufe, weil es müsste ja eine von diesen Geschichten sein. Hier kriegst du einen Talisman. Welcher war das vielleicht? Es war irgendein relevanter. War das vielleicht die Halskette hier oder so? Aber ich glaube, ihr seht's ja, ich habe auf jeden Fall den schon. Ich weiß noch nicht mehr, welcher es war. Ich gehe nochmal hin. So, hier ist das Forum der Debatte. War hier der Kampf mit dem... Ja, genau. Und hier war nämlich irgendwo ein Geheimraum. Ja, das war hier, oder? Nee, okay. Okay, da war es nicht. Ich glaube, der Raum war auch schon offen. Da! Den habe ich doch schon vor Ewigkeiten gefunden. Und da, das meinst du, ne? Hier war nämlich in der Kiste ein irgendwas Besonderes, Zaubermäßiges. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, was es war. Ach, da gibt es noch einen, okay. Ein Stockwerk über mir. Ja, ich sollte mir mal meine Lampe wiederholen. Ich hätte gern diesen Lichtzauber. Stört mich ein bisschen, dass ich den, obwohl es ihn ja gibt, dass ich den immer noch nicht gefunden habe. Der kann ja eigentlich nur irgendwo am Anfang sein. Oh, ihr meint einen anderen Ausgang. Ja, das soll mir recht sein. Dann springe ich da mal hin. So, hier ist der Wolfraum. Da kamen wir rein und da gab es richtig Ärger. Und ihr sagt am Ausgang. Da ist dann auch nochmal ein... weil hier sind ja keine... sehe ich keine Unsichtbaren.
Ja, jetzt wurde gesagt, raus und rechts, hier runter oder was? Ach du Scheiße, ihr habt ja recht. Da kann man noch runterhüpfen. Nee, kann man gar nicht. Kann man gar nicht runterhüpfen. Ja. Kann man gar nicht. Ja, jetzt kommen die Ansagen, kann man nicht. ja, jetzt hole ich mir schnell nochmal mein Pferd. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier so eine Entführer-Nebenmission machen will, die mich dann wieder ganz woanders hinbringt. Nur um irgendein Ding zu finden, was ich vielleicht gar nicht brauche. Ihr meint über das Geländer. Okay, komm, wir machen es einmal kurz. Da kriegt der Chat gleich einen Ständer. Der Simon läuft übers Geländer. Nicht da vorne. Nein, nicht zurück. Ihr trollt mich doch. Ihr seid einfach Geländerfetischisten. Dann kauft euch doch einen Geländerwagen. Ja, scheiße, da komme ich doch jetzt gar nicht mehr hin. Jetzt muss ich doch hier sterben. Nein, muss ich nicht, denn ich bin ein Superjumper. Okay, und jetzt hier, ja. Vielleicht hier rechts lang. Ich glaube fast, ich habe das schon. Habe ich ganz vergessen, die Krabbe. Aus der Tür raus, an der Wand entlang rechts. Jetzt müsst ihr mir aber kurz mal helfen. Weil sonst finden wir das hier nicht und das dauert noch zu lange. Hier ist doch die Wand. Wo, und hier ist rechts. Was kann man denn hier noch groß machen? Ich laufe an der Wand entlang rechts. Oh nein, sie endet. Ach. Ja, okay. Punkt geht an euch. Aber ohne die Tipps hätte ich es jetzt nicht gefunden. Selbstverständlich habe ich den Kackvogel geschafft, lieber Matt wie Dog, weil, ja, es ging dann irgendwann doch. Oleg hat natürlich geholfen, aber ich habe auch was getan. Und dummerweise hat Oleg sogar so lange durchgehalten, dass er am Ende den letzten fatalen Schlag führen durfte. Habe ich ihm erlaubt, weil er Geburtstag hatte. Es war episch. Du hast auf jeden Fall definitiv was verpasst und du solltest überlegen, ob du in Zukunft überhaupt nochmal rausgehst oder ob du einfach in Zukunft dich mit so Duct Tape an deinen Stuhl vor den Fernseher, vor dem Monitor tapest. Ich will nicht sagen, du sollst das machen, aber es würde dir auf jeden Fall helfen. Dann hättest du jetzt eine Geschichte mehr zu erzählen. Was kannst du schon draußen gemacht haben? Spazieren gehen, Vögel beobachten. Das ist doch nichts für einen echten Mann oder Frau. Aha, Moment, das ist ein Tipp. Okay, ich muss einfach nur hier stehen. Der sah auch noch genauso aus wie ich. Ja, ich gucke in 15 Minuten Hogwarts. Bin sehr gespannt. Aha, das ist die, ne? Das ist jetzt hier die Radogans-Ikone. Da ist sie. Verkürzt die Zauberzeit. Ey, was ich nicht verstehe. Ich könnte schwören, ich hatte Sachen, die haben gesagt, verkürzt die Zauberzeit extrem. Und die habe ich jetzt hier nicht gefunden. Ich verstehe nicht genau, was damit passiert ist. Vielleicht war das in Dark Souls 3? Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Okay, jetzt ist natürlich die große Frage. Welchen davon tausche ich aus? Alle sind gut. Der ist der Einzige, der auch einen Nachteil hat. Und ich brauche ihn nicht unbedingt. Und irgendwann würde er wahrscheinlich, wenn ich auflevel, unwichtig werden. Also machen wir es so. Ne? Machen wir so. Okay. Jetzt bin ich fertig damit. Jetzt haben wir noch 15 Minuten, dann gehen wir noch mal ganz kurz hier hin, wo es ja weitergeht. Und dann haben wir nämlich hier gleich ein Ende gefunden, sozusagen ein versöhnliches Ende. Da muss ich noch hin. Ich mache mal so ein Ding, einfach nur, damit ich später hingehen kann. Oh Mann, ich könnte mal hier runter auch. Wenn ich hier irgendwie hier so links hochkommen würde, aber komme ich ja nicht. Hier ist ja irgendwas, ne? Irgendwie kommt man hier ja hin.
Dann könnte ich mir das holen. Aber nee, ey, dieser Kontinent wird immer größer. Ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist. Das ist Hammer. So, wir gehen ins Schloss Sol. Da gehen wir noch rein. Oh, ich habe eine Fatroll. Verdammt. Oh, jetzt ruft vielleicht der Nils an. Der hat nämlich gesagt, er meldet sich unter Umständen. Ich gehe mal kurz ran. Okay. Es ist Wirt. Hallo, hallo Wirt, du bist im Stream. Moin. Hey Simon, ich habe gerade in meinem Stream, den ich gleich starte, gehört, dass du einen Watch-Party-Partner suchst für Hogwarts Legacy. Wollen wir das gemeinsam schauen? Ja, gerne, natürlich. Das ist ja, ich habe gerade in der Sekunde habe ich darüber gesprochen. Ja, lass doch zusammen machen. Wir haben uns auf Discord, haben wir uns schon, oder? Connected. Ich weiß es nicht, aber du kannst ja gerne auf meinen Discord-Kanal und dann einfach bei mir in den Live-Channel gehen. Okay, das werde ich gleich machen, in ein paar Minuten. Ist okay, so um 5.50, also gleich. Alles klar. Okay, bis gleich. Tschüss. Ihr habt ihr gehört, cool, Wirt ist dabei, sucht auch jemanden. Ich will auf gar keinen Fall jetzt hier zu lange machen, aber ich meine, ich habe jetzt gerade hier, ich stehe vor dem Schloss. Da gehe ich doch natürlich nochmal ganz kurz rein. Hier, 42.000, I don't care. Okay. Ach ja, ihr habt ja gesagt und ich habe ja auch gemerkt, ey, ach komm. Genau, bleib mal schön da. Das hat der Chef nicht so gern. Ja, schwierig. Okay, dann müssen es halt die Handschuhe sein. Wie dumm, ey. Handschuhe. Okay, das werde ich mir irgendwie nochmal hochleveln, nur damit ich endlich was tragen kann. Okay. Wow, okay, jetzt sind hier die ganzen Sachen. Jetzt habe ich natürlich nicht das, was ich eigentlich brauche. Jetzt probieren wir erstmal aus. Okay, da ist jetzt die ganze Magie drauf gegangen. Ja, ich meine wie immer, ne, der Zauber macht schon guten Shit, aber ich brauche deutlich mehr Geist oder Spirit oder wie es heißt. Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Energie für meine Mana. Aber immerhin, die Lebensenergie zeigt sich ganz als sinnvolle Investition. Jetzt habe ich hier natürlich auch mit der magischen Schimmerklinge vielleicht eine Sache, die gar nicht so geil ist für den, der sich ja so schnell bewegt. Vielleicht sollte ich hier auch was anderes mal ausprobieren. Jetzt machen wir das hier. Shit. Ah, okay. Ach, zwei! Ja, ich muss sagen, es ist schon plötzlich ein bisschen anders, ne? Also die Zauber sind nicht gerade eindrucksvoll, das muss ich auch sagen. Ich bin ein bisschen underwhelmed dafür, dass ich hier so krassen Shit habe. Ich meine, ich bin mega hochgelevelt und das war ja überhaupt nichts. Aber ich muss sagen, dass ich die letzten Male doch schon sehr viel Spaß mit meinem Zauber hatte. Vielleicht sollte ich hier einfach mal umtauschen, ne? Umwechseln. Ich habe aber auch das Siegel diesmal gar nicht richtig benutzt. Das kann ich hier nochmal schnell machen, damit ich den Drachenkopf auch nutze. Ja, es ist alles noch nicht ganz sortiert. So, kurz mal gucken. Terra Magica will ich eigentlich haben. Erde erschüttern ist nicht so wichtig. Wollte ich aber mal ausprobieren, genau. Ja, es sind halt alles interessante Sachen, ne? Aber keins davon ist das, was ich jetzt eigentlich suche. Ich habe auch einen Feuerdrachen, keine Sorge, ne? Scharlachfäule nehme ich natürlich mit. Nehmen wir das Ding mal weg. So, aber ich habe doch auch noch andere. Hier sowas, ne? Flammenfeuer, kann ich hier den Drachen. Arkan 15. Also da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was hochleveln, damit man alle möglichen magischen Geschichten auch benutzen kann. Oh. Ja, und mein Zepter muss ich natürlich auch upgraden. Da habt ihr völlig recht. Das habe ich ja alles noch gar nicht gemacht. Wir haben ja nicht die Zeit heute. Es ist doch die State of Play. Alter, bringt ja gerade wenig das Feuer. Komm, lenk mal ab, Oleg. Geht nicht? Okay, ich muss hier eh gleich aufhören, damit wir weitermachen können. Jetzt habe ich ihn, aber kann ihn nicht machen. Okay.
Das ist wirklich nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Okay, ich muss mal ganz schnell meinen Kram holen. Terra Magica kann man ja auch mal ausprobieren. Ah, hier kann ich jetzt nämlich stärker zaubern. Das nicht. Ja, okay, ich hole jetzt schnell meinen Kram, damit ich die paar Seelen noch behalte. Und gehe dann zum Feuer und dann machen wir das beim nächsten Mal final. Das ist noch nicht ganz optimal, da muss ich vielleicht auch nochmal manuell ein bisschen rumprobieren. Und beim nächsten Mal überrasche ich euch vielleicht schon mit der perfekten Skillung. Wobei das schon in die richtige Richtung geht, aber ich könnte... Vielleicht nehme ich das alte Schwert und trainiere es mir für eine Hand. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall... Ich bin noch nicht zufrieden. Gut, hier machen wir jetzt Schluss, aber nicht mit dem Stream, sondern jetzt gehen wir halt raus und gucken, dass ich das schnell alles installiert bekomme, was ich brauche, nämlich Discord hier auf diesem System ist ja installiert. 109 Stunden, wenn ihr euch dafür interessiert. 109 Stunden, meine Damen und Herren. Können Sie sich eine größere Zeitverschwendung vorstellen, für als 109 Stunden in einem wunderschönen Spiel zu sein? Wenn du es für Zeitverschwendung hältst, dann hast du es nicht richtig verstanden.